Hallo und herzlich willkommen zu Peppermint Gaming am Dienstag, vielleicht jetzt mit Prey. Sagt uns, ob der Ton schöner ist. Also in unserer Probeaufnahme war der Ton schöner. Ton perfekt. Sie haben eine normale Stimme, das ist doch erfreulich. Für die Viertelstunde Verspätung spielen wir auch 3 Stunden länger. Nein, ich glaube nicht. So, dann jetzt nochmal schön von vorne. Richtig. Es ist Dienstag, es ist Zeit für Peppermint Gaming, Violent Riot. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Ich glaube, es war einfach nur Riot Gaming. Oder Riot Violent Gaming. Es gab keine Anime-Spiele zum Spielen, deswegen haben wir uns von Bethesda Wolfenstein 2 und Prey schicken lassen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, um was Prey geht. Benny, um was geht Prey? Ich muss tatsächlich sagen, in dem neuen Prey, ich weiß es nicht so genau. Also ich habe das alte Ur-Prey quasi vor weiß nicht wie vielen Millionen Jahren gespielt am PC und das war jetzt kein überragender Titel, aber es war ein ziemlich, ziemlich cooler Ego-Shooter, der auch, glaube ich, genau zur richtigen Zeit rausgekommen ist, weil da war nämlich gerade irgendwie Flaute und es gab nicht so richtig irgendwas, was großartig gut war. Und du musst mal umschalten übrigens. Ach so, stimmt. Ja, du spielst in dem kleinen Fenster. Natürlich, natürlich. Da habe ich noch mehr das Problem, dass die Kamera mit genau, und so. Das alte Prey war tatsächlich ziemlich cool, denn es hatte... Spiel mal auf Hardcore. Überlebensmodus-Option. Wenn du einmal stirbst, ist alles weg. Die das Spiel noch herausfordernder machen. Nein, wir wollen ja heute vorwärts kommen. Nicht. Genau, und Mr. You. Wir sind männlich. So. Und das alte Prey ging tatsächlich darum, man hat eine Indianerfamilie, den hat, glaube ich, ein Diner mitten im Nirgendwo, irgendwo in den USA in der Wüste gehört. Und in der Nacht passierte dann eine klassische Roswell-Story. Und das Diner wurde quasi von Außerirdischen angegriffen. Und die ganze Familie wurde dann entführt und von den Außerirdischen zerlegt, was sehr rabiate Szenen zur Folge hatte, weil man nämlich durchläuft und irgendwie sieht, wie der Vater vor allem zerstückelt wird in irgendwelchen Maschinen und so. Das war für damalige Verhältnisse tatsächlich ziemlich, ziemlich gewalttätig. Und ich weiß, dass das Gameplay ziemlich cool war, weil es gab immer so Möglichkeiten, wie du dich irgendwie in so Mini-Parallelwelten reinbeamen konntest, die total abgedreht und abgefahren waren. Das war ziemlich cool. Am meisten habe ich aber im Kopf gehabt, eben diese Eröffnungssequenz, wenn das Diner quasi angegriffen wird und wenn das UFO angeflogen kommt, vibriert es und bebt es und dabei schaltet sich die Jukebox an. Und auf der Jukebox lief dann passend dazu Don't Fear the Reaper von Blue Oyster Cult. Und das war tatsächlich sehr episch. Also... Danach habe ich auch andauernd das Lied irgendwo gehört. Ist auch ein sehr gutes Lied. Ja, mega, das einzige. Ja, Verlosung. Ja, ich weiß schon, kein Stress. Also die Verlosung läuft ja trotzdem weiter. Ihr könnt mit Ausrufezeichen Kaito, nämlich hier dieses Überbleibsel aus unserem Happy Cleaning Day. Ich glaube, es ist falsch rum. Ist falsch rum? Ja. Hier, es ist, Magic Kaito. 14-12, Roll Up. Aussortiert bei Peppermint Anime Happy Cleaning Day 2017. Ich bin mal gespannt, ob wir noch Sachen aus 2017 für 2018 dann haben. So, dafür einfach Ausrufezeichen Kaito in den Chat schreiben. Ausrufezeichen Kaito in den Chat schreiben. Auf Twitch geht das aber nicht auf den anderen Kanälen. Also wenn ihr bei Facebook oder YouTube schaut, geht nicht. Das Ganze verlosen wir dann irgendwann, weiß ich nicht. Je nachdem, wann Benny fertig geprayt hat. Übrigens ist es nicht das Prey von Beten, sondern es ist das Prey von Beute. Richtig. Ist da keine Musik? Nicht, dass sie jetzt so laut macht. Weiß ich nicht. Geh mal zum Helikopter. So. Ah, durch den Schrank geht sie zum Helikopter. Wie schade. Das ist ja so eine Wohnung, die hätte ich ja auch gerne. Nee, mir fehlt der Garten für die Modelleisenbahn. So ein bisschen Industrie. Allerdings aber das ist sehr fancy. Sowas mag ich ja total. Ja? Also wenn der Fernseher so in die Wand eingelassen ist, das finde ich so... Ich will jetzt nicht meckern. Wenn ich eine Stadtwohnung hätte, würde ich auch so eine nehmen. Ja. Allerdings finde ich auch die Wohnung aus Big Daddy geil mit dem Basketballkorb allem. Also das ist eine sehr geile Stadtwohnung auch gewesen. Guck mal, das ist eine interessante neue Spielekonsole hier. Das ist die Xbox 27. Die Dusche sieht nicht sehr gesund aus. Ach nein, das ist der Vorhang. Da ist ein Wassertropfen. Oder? Geh nochmal gucken. Das war der Vorhang mit Wassertropfen. Das ist gar nicht so eklig, wie ich dachte.
kann leider die Tür nicht aufmachen, oder komme ich da? Ah, doch. So. Okay. Jetzt also es ist bis jetzt nicht so gewalttätig, wie ich es mir vorgestellt habe. Kannst du bitte die Krawatte nehmen und zerschneiden, damit wir ein bisschen Gewalt haben? Ich kann das Waschbecken anmachen. Ich kann auf das Waschbecken klettern. Ja, Far Cry 3 hätte ich tatsächlich auch sehr gerne gespielt, aber von Ubisoft kriegen wir leider keine Demos bis jetzt. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, was hatten wir letztes Jahr angefragt? Irgendwas habe ich letztes Jahr angefragt, da habe ich noch nicht mal eine Antwort drauf bekommen. Ja, ich weiß selber nicht mehr genau, wie das ist. Es muss irgendwas von Ubisoft gewesen sein, was im Herbst rausgekommen ist. Es war eigentlich um die Zeit, wo ich auch Battlefront angefragt habe. Und für Battlefront habe ich von EA eine Antwort bekommen. Das haben wir dann auch gespielt. Ja. Sehr erfolgreich. Das wollte ich gerade sagen. Das war ein sehr erfolgreicher Stream. Ich wette, dass wir von EA nie wieder ein Spiel kriegen. Vielleicht haben sie es nicht gesehen. Wir sind so klein. Also heutzutage nicht mehr. Heutzutage sollten wir das vielleicht nicht mehr machen. Assassin's Creed. Ja, ich glaube, es war tatsächlich Assassin's Creed, das ich haben wollte. Oder kam da noch irgendwas anderes von Ubisoft raus? Ja, das hier so ein bisschen Platzverschwendung. Oder war es Steep? Nee, Steep kam früher raus. Mr. Hugh, machen Sie es gemütlich. Gleich geht's los. Die Transit ist nicht weit. Das ist cool. Das ist geschickt implementiert, muss ich sagen. Durchgehend klarer Himmel. Sehr rühmt, Digiworks. Das ist bei, guck mal, Sphere Distribution. Oh nein, läuft da etwa... Ja, was? Das ist kein EDM. So schlimm ist es nee, ja nicht. Aber es geht ein bisschen in die Richtung. Oh, das da ist auch gut positioniert. Schöner Blick auf die Bucht. Oh. Was ist das denn jetzt? Soll das wirklich San Francisco sein? Oder ist es nur inspiriert von San Francisco? Sein? Spielt Prey in einem Real? Also es war Spiel 2023 gerade, stand zumindest am Computer. Aber wie gesagt, ja, ich bin ja auch mal gespannt. Nicht so nach da hinten. Ist sehr bald Wolkenende. Ich frage mich ja dann eben, also ich frage mich ja tatsächlich, inwieweit das jetzt hier mit dem, mit, ob das irgendwas überhaupt noch mit dem Urplay zu tun hat. Oder? Also ganz ehrlich, wenn wir da landen, da hätten wir auch, da wären wir wahrscheinlich zu Fuß schneller gewesen. Nein. Das fährst du musst erstmal mal Aufzug runterfahren, dann musst du beim Fußvolk über die Straße. Richtig. Und dann da drüben mit dem Aufzug hoch. Das ist nicht sehr chefmäßig. Da wow, sind wir so chefmäßig? Weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall Mr. Yu. Viel Erfolg. Hallo, Dr. Yu. Wir haben eine Firma, die Trendstar heißt. Sind wir, ist das überhaupt unsere Firma? Habe ich da richtig aufgepasst? Nee, ich glaube, das. Nein, wir sind ein Versuchsobjekt, würde ich sagen, weil das heißt, wir sollen hier hingehen zum. Hier in der Testanlage. Ein sehr. Guck mal, Dach. Das ist die Abkürzung für Deutschland, Österreich, Schweiz in der Filmbranche. Wir kaufen Rechte für die Dachregion. Oder im Englischen dann Gas. Morgen. Ja, God of War spielen wir dann irgendwann, wenn es 20 gibt. Richtig. Ich bin schon kurz davor, gerade endlich das zweite Shadows of Mordor zu kaufen. Das gibt es nämlich gerade bei Steam für ein 20. Alex Yu heißt er. Hey. Soll ich dir helfen beim Spielen? Diese Trendstar-Uniform steht. Ich wollte dir nur sehen, gut. Ob da wie ist dein Auge? Interaktionsknopf ist, aber noch ich muss einfach rot? Nur zu ihm hingehen. Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für auf die den Kampf. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Jetzt sieht es eher so aus, als wenn die Tests beginnen. Verhalte dich einfach ganz natürlich. Sims-Simulator. Nehmt's mal dazu. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Dr. Bellamy, wir sind nächste Woche im Orbit. Was passiert da? Versprochen. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Aha, wir sind eine große Familie. Oh, sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Wir sind Klonkrieger. Mhm. Sims the Night sagt, habe ich Sims gehört? Guten Morgen. Ja, drück halt den Knopf. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein mit paar Sims machen. Braucht ihr gar nicht kommen. So ein Scheiß spiele ich nicht. Habe ich einmal probiert, finde ich mega öde. Sim City oder sowas können wir gerne drüber reden, aber Sims finde ich ganz furchtbar. Das ist einfach nicht meins. Dann lieber den Landwirtschaftssimulator. Entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihren. Hast du Superheldenfähigkeiten oder was? Wunderbar. Hast du den roten Knopf zum Starten? Wirf es mit R2. Das Glas. Sensationell.
Nee, du hast ein Talent für Kisten. Sie machen das großartig. Bis jetzt fühle ich mich unterfordert. Okay, Morgan. Hattest du im ersten Spiel auch irgendwelche Superkräfte? Verstecken Sie sich. Oh Gott, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht mehr, ob du. Ich habe ja jetzt auch keine. Nein, war nur Spaß. Jetzt. Sie haben nur 9 Sekunden. Naja, aber das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Also irgendwas Besonderes muss ja an den Kisten gewesen sein. Waren die vielleicht super schwer oder so? Das muss die Aufgabe jetzt ist hinsetzen. Hast du nicht zugehört, oder? Vielleicht gegen das Fenster werfen. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Ja. Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine. Nein. In Ordnung. Schmeiß mal gegen die Kamera. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Das ist ja dämlich. Kann ich mal randalieren hier? Dann gehen wir halt zu Raum C. Jetzt passen wir. Diesmal versuchen wir aufzupassen. Das funktioniert nie. Also gut. Was müssen wir jetzt machen? Okay. Ich wette, wir müssen darüber steigen. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes. Entgegengelegen ist ja mal mega kompliziert. Das hätte ich im Dialogbuch sofort rot angestrichen. Ich glaube, du musst drüber springen wahrscheinlich. Zum Starten den roten Knopf drücken. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir müssen auf diese Weise lernen, wie wir springen. Wir hatten sich das Tutorial überlegt. Und alles war okay. Lautsprecher ist noch an. In solchen Momenten weißt du so ein Tutorial, wie es in Horizon zum Beispiel war, zu schätzen. Ja. Wo das tatsächlich auch storymäßig relevant, spannend erzählt wird irgendwie. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Also ich glaube nicht, dass das Tutorial jetzt lame ist, weil wir leicht als Schwierigkeit ausgewählt haben. Ich bin mir relativ sicher, dass das Tutorial im Hard Mode genauso einfach ist. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Okay, nein, das ist nicht der Einstellungstest bei uns. Ich kann euch beruhigen. Bei uns muss man andere Dinge tun. Zum Beispiel den Klingelknopf finden. Gute Arbeit, Sie haben sich vor den Bildschirm gesetzt. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Ob es Konsequenzen hat, wenn wir Scheißantworten geben? Dann drücken Sie Start. Achso, Start. Ich drücke Option. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus. Etwas Neues ausprobieren. Weiter so. Ich bin ruhig, das war es wert. Mega gut. Nicht einfach. Das ist so wie bei Blade Runner, wo sie die irgendwelche bescheuerten Fragen gehabt hätte. Geben wir jetzt nur schlechte Antworten, oder? Wir was ist denn? Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu dir. Sie können den Zug des Geistes wechseln lassen, doch Anna ist ebenfalls ein Mensch. Ein Mensch. Ja, komm, wir wechseln das Gleis. Du bist aber nett. Weiter. Den dickleibigen Mann stoßen. Komm mal. Kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen? Der bremst quasi. Was soll das denn jetzt? Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie können. Komm, wir stoßen nochmal den dickleibigen Mann. Das würde ihn tot bedeuten. Wissen Sie, ich würde sicher dasselbe tun. Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Jetzt wird's interessant. Ich glaube, es hat was mit Außerirdischen vielleicht zu tun. Vielleicht. Es sah nicht unbedingt aus, als wäre es in San Francisco heimisch. Nee. Alex. Simmons. Ihr seid alle so dark in Chat. Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay.
Aber das ist jetzt nochmal ein anderer You. Vielleicht heißt die ganze Menschheit nur noch You. Ja. Heute ist Montag, der 15. März 2020. Wer weiß, wenn der Handelsstreit zwischen China und Amerika eskaliert und China die Weltherrschaft übernimmt, dann heißen wir alle irgendwann Chan. Jackie Chan. Dann haben wir Nummern. Nein, Lee ja eigentlich. Lee ist noch häufiger, oder? Ja, deswegen sagt häufig. Ja hier in Big Bang Theory John Lee. John der häufigste Vorname der Welt und Lee der häufigste Nachname. Ist jetzt nicht euer Ernst, dass wir da wieder von vorne anfangen? Hä? Hey. Sind wir gestorben? Nein, wir waren sediert. Geht jetzt schon weiter in der Geschichte. Was müssen wir denn machen? Wir machen einfach mal wieder den Schrank. Nee, die Tür geht nicht. Nee, wir müssen mal näher rangehen. Das sieht fast aus wie beim Christaheim. So stelle ich mir das vor bei ihm. Nur Bausachen auf dem Tisch liegen. Und daraus baut er dann thermonukleare Sprengköpfe. Kinderwegen und jetzt fällt mir nichts anderes ein, was völlig anders ist. Und Rollwegen für uns. Nein, Rollwagen, Kinderwagen ist zu nah beieinander. Entschuldigung. Regale für unsere Con. Gefahr, verschwinden sie. Aha. Ja, wohin denn? Springen wir zum Fenster raus. Ist die Tür vielleicht jetzt offen? Ja. Nee, die klemmt noch immer. Halt, Moment. Wie bist du denn vorhin da rausgekommen? Ich bin durch die normale Tür gegangen. Was ist das? Ein thermonuklearer Sprengkopf. So wie ich gesagt habe. Oh. Ich kann ihn leider nicht durchs Fenster schmeißen. So. Gibt es hier irgendwelche interessanten neuen Dinge? Nein. Hier schreibt jemand, dass er einen Stream gesehen hat, bei dem jemand 2 Stunden für das God of War Tutorial gebraucht hat, weil er es auf der höchsten Schwierigkeit gespielt hat und andauernd gestorben ist. Deswegen machen wir sowas nicht. Wenn wir God of War jemand spielen, nicht in die Versuchung kommen. Also ich bin ja schon dafür, dass ich das Teil hier mitnehme. Was auch immer es ist. Nimm nicht das. Nein, nimm den Schuh bitte mit. Wenn dann der erste Gegner im Flur kommt. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Da kommt sein Anruf. Wir sollten reden. Mein Codename ist January. Hallo, das ich bin February. Was gestern geschah, war real. War real, okay. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Ausbrechen. Ja gut, dann machen wir. Jetzt geht man nicht wohin. Weiß ich nicht, ist das doch noch eine Tür, oder? Ich bin ja noch immer der Meinung, dass ich da irgendwie raus kann. Aha. Brillant. Das hast du doch vorher nachgelesen, nee, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich wusste, weil deswegen habe ich gerade gemeint, aha. Deshalb hat die Tür auch geklingelt. Hier so ein bisschen komisch auch. Deswegen war der Flug auch so seltsam, weil sie haben uns einfach in den Raum gesetzt und dann wurde simuliert, dass wir einmal auf ein anderes Gebäude fliegen. Sieht nicht unbedingt aus wie ein Ort, wo ich gerne arbeiten würde. Oder gefangen gehalten werden würde. Dabei verbrauchst du Ausdauer. Nerdfrage an Basti, Streamlabs OBS oder nur das normale OBS? Streamlabs OBS. Ist ja mittlerweile schon in Version 0.9.3. Es läuft immer stabiler mit jedem Update. Fahrstuhl zu nehmen, wenn quasi alles kaputt ist. Guck mal, da kommt sie zu hoch. Geht sie jetzt gleich wieder runter? Ich verstehe das gerade. Ach, jetzt verstehe ich's. Ja, weil die dir in den Raum simulieren. Hier, du bist quasi im Dach eingestiegen.
Ja, und das hier war das simulierte Dach. Dann bist du hier durchgegangen, bist in den Fahrstuhl rein, hast den Knopf gedrückt, dass du runter willst. Dann hat sich der Raum verändert. Dann ging die Tür zu und dann hat sich einfach nur der Raum verändert. Das Gott, ist ja voll tricky. Mhm. Das ist abgefahren. So, haben wir jetzt hier vielleicht irgendwas verändert, wie wir jetzt hier rauskommen? Oder? Nimm doch den Fake-Hubschrauber. Nein, nehmen wir doch mal den hier. Dach. Du bist schon auf dem Dach. Hm, ich glaube, das geht nicht. Vielleicht explodiert er gleich. Ach nein, guck mal. Guck mal, kannst du gleich links durchgehen? Ja, hier ist auf jeden Fall... Ah, hier. Weil hier hinter ist ja mein Apartment quasi gewesen. Ich habe was gehört. Ja, ich würde davon ausgehen, dass hier irgendwo vielleicht dieses komische Viech kommt. Warum leben wir in einer Simulation? Ich frage mich jetzt tatsächlich, wie die Welt draußen ausschaut. Da waren wir schon. Guck mal, was steht noch im Hinweisschild? Storage, Simulation, Briefing. Observation, das ist auch nicht so aufregend. Nee, wir sollen, was hat er gesagt? Wir sollen runter in die Lobby. Nicht gerade irgendwo noch. Ne, das ist ja der Aufzug, das geht nicht. Guck mal, kann man da hinten. Da hinten irgendwo runter? Ne, das sind alles nur so Türräume. Hm. Hauen wir uns dann halt mal einfach durch irgendwelche Scheiben durch. Explosionsgefahr. Hm. Wo könnte man das jetzt hinpacken? So, das explodiert nicht beim Werfen. In der Folge müsste man, wenn da irgendwo drauf schießen. Aber wir haben nichts zum Schießen. Richtig. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das, nachdem das Tutorial gerade so nirr war, dass die hier schon so komplexe Dinge von uns verlangen. Ja, ich bin mir sicher, weil sie sind schon 5-mal am Ausgang vorbeigegangen und haben ihn einfach nur nicht gesehen. Von der Idee her schon cool gemacht. Das muss man ihnen lassen. Mhm. Ja, von der Seite getroffen. Bitte, jeden kann außerhalb ihrer Abteilung unnötige Panik zu fallen. Wir können eine Stationsansage geben. Bis dahin befinden sich die Hatschimmel höchste Alarmbereitschaft. Ich weiß, die machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Er wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Mhm. Guck mal, hier kann ich mich heilen. Wo wir schon so viel Schaden genommen haben. Ja. Mhm. Aha. Was gefunden? Teilchen Kakoplasmus. Ist nicht so gut, dass die Scheibe kaputt ist. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Ein Mimik. Mhm. Ach so. Verstehe. Mhm. Was geht hier so? Oh, du kannst Wein trinken und dann wirst du tipsy. Hier auf dieselben Testkriterien einmal eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung war die Persönlichkeitsabweichung von einem Testverfahren. Exit to Lobby. Na, guck mal, einer. Control. Check.
Gott, das ist ja echt mega rumrennen. Echt? Also die Frage ist, ob man das alles machen muss, aber hier in dem IGN Walkthrough, da liest dich ja tot, so. Aua. Das ist irgendwie ein bisschen lame. Ich hätte keine Schusswaffe. Mhm. Oh, da muss irgendwo der Körper von Grete Mikkelsen liegen. Von wem? Weiß ich nicht. Steht hier. Ich hab schon wieder vergessen, wo das ist. When you're ready to meet. Weg damit! Ah, das geht auch geil. Oh. Das eine wären ganz viele. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten Sie durch. Ja, okay, aber du bist schon auf dem richtigen Weg. Dann lasse ich mal die. Was? Ich ignoriere verschiedene Herangehensweisen, warum so ein Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür, indem du nach der Schlüsselkarte suchst, einen anderen Weg findest. Desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Hm. Vielleicht doch kein Violence-Spiel. Eher ein Escape-Room-Spiel. Naja. So, gehen wir mal zurück. Was treibt unser Chat so? Ihr beschäftigt euch selber. Dann konzentriert mit was denn? Auf das Spiel. Sie reden über Looter und Nico beschwert sich, dass er es gar nicht treibt. Julias weiß, was soll ich denn bestrafen? Okay, ich lese nicht weiter. Ihr macht das unter euch. Was ziehe ich jetzt hin? Hebelkraft 3. Da ist es. Lebensenergie da in der Mitte. Ich meine, das ist meine Ausdauer. Achso, muss deine Lebensenergie? Ach, da unten links. Okay. Ah, da. Wahrscheinlich 86. Ja, ja. Ich hätte jetzt tatsächlich eher erwartet, dass das das klassische Shooter-Prinzip ist, je roter das Bild, desto toter bist du. Das ist ja aber nicht klassisch, das ist recht modern. Ich bin ein Freund von Anzeigen. Mittlerweile ist es, würde ich es aber tatsächlich schon wieder als klassisch bezeichnen. Nachdem das so viele Jahre ist. Jetzt ist es ja eher eine Seltenheit, dass du quasi das Doom-Prinzip oder jetzt eben wie hier hast, dass du Lebenspunkte und sowas angezeigt bekommst. Okay. Ach, da ist die Schlüsselkarte. Guck mal, so kann man sich in einem Spiel vertun, ey. Phantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Ah, ich weiß, was es ist. Jetzt können wir damit schießen. Ja, aber es ist nur eine Glue Cannon. Leitschaum-Laminierungsorganismus-Obstruktor. Sehr schön. Zieh nach unser Gefecht und macht sie bewegungsunfähig, ohne ihnen Schaden. Glue kann Feuer löschen und deaktivieren. Sobald Glue ausgehärtet ist, kannst du außerdem draufklettern. Einen durchgängigen Strahl abzufeuern. Aber er hat Munition, oder? Morgen. Sehr geil durch im Foyer. Fallern. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromod sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe den Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein.
Nee. Doch. Naja, das ist ein bisschen langweilig. Ich bin jetzt schon 14 des Walkthroughs und wir sind immer bei dem Gebäude. Also ich glaube nicht, dass wir heute was anderes sehen als das. Bestimmt ist das ein Raumschiff, in dem wir sind. Möglich. Eine Welt, in der simuliert wird, in der die Erde simuliert wird. Du meinst so Matrix-mäßig? Ja, genau. Und es ist definitiv nicht Teil unserer Peppermint-Game-Wireless-Rage. Neumods, das ist tatsächlich, glaube ich, mehr wie Bioshock. Bioshock wird mehr geschossen. Nur mit weniger Action. Transfer-Entwicklung, die dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu lernen. Drücke, um deinen Transcribe zu öffnen und gehe anschließend zum Neuromods-Bereich. Aber das ist quasi ja wahrscheinlich wie die Plasmide. Ach, Bioshock ist ein tolles Spiel. Ach, das war so gut. Eine tolle Spielereihe, muss man sagen. Dein Wissen über Medizin erhöht die effektiv von Medikits. Du umgehst bei Computern und nur die Sicherheitsmaßnahmen. Das ist nämlich auch mit Hacken und so weiter. Dann hat es vielleicht eher was von Deus Ex oder System Shock oder so. Problem ist einwählen und leicht dir weiterwerfen. Das ist Sicherheit. Erhöhe deine Gesundheit auf 115 deine Ausdauer. Dann kannst du gleich. Du rennst, schleichst, kletterst und sprintst 5% schneller. Also ich bin ja immer ein Freund von erstmal Status irgendwie. Ja, guck, das ist wie bei. Jetzt habe ich gedacht, ich mir schon, das ist wie bei Bioshock. Das sieht ungesund aus. Dann würde ich das tun. Was bringt uns das jetzt? Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Leben und kann schneller laufen. Und habe mehr Ausdauer. Also, bringen wir sie in die Hauptlobby. Und nachdem das jetzt tatsächlich doch kein klassischer Shooter ist, so wie ich gedacht habe, kann es tatsächlich sein, dass wir wahrscheinlich schon am voll viel geilen Zeug, was wir hätten einsammeln können, vorbeigelaufen sind. Ja, ich habe ja den Walkthrough gerade gesehen für die erste Zone. Oh, du bist immer noch nicht so weit. Also, du kannst wohl ja tatsächlich alles erforschen. Quasi Trades zu dem Beziehungsteam. Du kannst ziemlich viel hier so mit Computer. Ich habe mich vorhin nämlich schon gewundert, warum ich die Gegner alle looten kann. Da habe ich schon gedacht, so, oh je. Oh mein Gott, es gibt doch eine Außenwelt. Aber die werden wir die nächsten 4 Jahre nicht sehen. Achso, wenn das wollen, kannst du Waffen und Psy-Kräfte schnell auswählen und ausrüsten. Aha, verstehe. Ja, halt Tolles interessiert mich gar nicht. Skill Recording Room. Was hat denn das Spiel für eine Spielzeit, ey? Also ich klicke mich hier durch die Lösung und irgendwie gefühlt passiert da nichts. Doch, da passiert super viel, aber es wirkt, als wäre es mega krass lang. Jetzt kommt raus wahrscheinlich Spielzeit 12 Stunden. 15,5. Gut, das hängt aber auch davon ab, wie man spielt. Ja. Also Completionist ist 43 Stunden, Main and Extra 27, All Styles Average ist 26. Und das Original Prey war sogar nur 7,5 Stunden. Ja, ja. Nochmal, das war damals halt so 0815 Schule. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht, das Spiel zu spielen, absolut. Aber es war halt eher der klassische 0815 Shooter. So. Ja gut, bei den Ladezeiten weiß ich, wie sie auf 27 Stunden kommen. Jenny, trink doch mal einen Red Bull. Nicht immer dieses Paulaner Spezi. Ich habe ein dumpfes Gefühl, dass, wenn ich das getrunken habe... Du noch weniger schläfst. Ja, oder dass das eher... Dass da muss ich schon sehr suizidale Tendenzen entwickeln. Okay.
Woran laden wir uns jetzt? Wo bist du gegangen? In die Lobby. In die Lobby, okay. Da, wo wir hin sollten, laut den Typen. Aber ja, bei den Ladezeiten. Das ist tatsächlich eigentlich ziemlich. Weil er hat davor gerade eben schon geladen und jetzt gerade nochmal. Ja, vor allem, weil so viel, ich meine, so groß sind die Zonen doch gar nicht, oder? Ja, ich meine, die sind grafisch jetzt, das sieht schon cool aus, aber so spektakulär. Bereit für ihren ersten Blick auf die Welt. Sieht nicht gesund aus. Nash. Mhm. Underwood. Underwood for President. Guck mal. Ja, der Klassiker. Tatsächlich ist es ein Raumschiff. Aber vielleicht ist es auch nur eine Simulation. Wollte ich gerade sagen, vielleicht ist es tatsächlich auch nur eine Simulation. Mach mal die Scheibe kaputt und guck, ob du rausgesaugt wirst. Ich glaube, in dem Bereich da drüben sollten wir nicht gehen. Ja. Vorsicht! Gehen Sie in Ihr Büro. Ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Okay. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. Was ein Mimik hast du gesehen? Ich will den Anzug haben. Oh, da hinten. Hinter dem Goliath. Oh, du bist ja ein fettes Viech. Das ist doch ein Phantom, er ist gleich ein Mimik. Nice Combo. Mhm. Ich glaube, so ist das. Wahrscheinlich auch gedacht. Moment, los. Den kenne ich. Alle Mitarbeiter haben das ist interessant, dass das Bild genau hier hängt. Wieso? Ja, weil du musst ja dann dir überlegen, aus welcher Zeit das dann sein muss. Das Raumschiff. Achso. Weil, oh nein, aber noch viel besser. Kennedy hat 100 ein bisschen viele Jahre gelebt. Ja. Das stimmt doch nicht, das ist alles Fake. Fake News. Das ist ungünstig. Ich habe vorhin gesagt, du sollst mit dem Ding nicht so rumballern, du hast nur 40 Schuss. Aber auf mich hört er wieder keiner. Nie hört er Betty auf mich. Aber jetzt finden wir gleich vielleicht wenigstens mal raus, was passiert, wenn du stirbst aus dem Video. Vor allem, wie kann ich das Medikit nehmen? L1, L2, R. Zwei. Ist das Medikit? Ja. Das hat nicht viel gebracht. Doch, 30. 2030. Also tatsächlich wirkt es auf mich, wie du vorhin richtig gesagt hast, wie ein Bioshock. Ja. So ein bisschen. Weil das hat indirekt hat es ja dann auch Rollenspielelemente. Allerdings treffe ich in Bioshock die Gegner besser. Ich glaube, wenn ich das spielen würde, ich würde gar nichts treffen. Ich, sowas hasse ich auch tatsächlich. Vor allen Dingen, also ich, Nahkampf ist ja dann eh schon so, ne? Und wenn du dann aber auch so kleine Viecher, die am Boden rumkrabbelst, hauen musst. Gut, ich meine, da stehen wahrscheinlich ultra viele spannende Sachen drin. Aber wir kommen halt dann zu nichts, wenn wir den ganzen Blödsinn lesen, der da hier in der Gegend rumliegt. Ja gut, aber nochmal, ich habe durch den Walkthrough gerade geguckt, also wir kommen heute eh nicht irgendwo hin, glaube ich, wo es relevant ist. Also wir können tatsächlich eher so ein bisschen erforsche und guck mal, was du tu, was du tun willst. Mhm. Weil ich bin gerade, glaube ich, bis ins 14. Kapitel oder so gesprungen und da kam dann mal irgendwie, dass du wohl da raus kannst. Wobei es aber ja ein Raumschiff jetzt vermutlich ist, würde ich mal sagen. Dann macht die Beschreibung von diesem 14. Kapitel auch noch ein bisschen mehr Sinn. Weil du auf einem Planeten crasht. Jetzt will ich doch wissen, wie es ausgeht. So. Also spoilerst du dich jetzt. Ja, wir kommen ja nicht bis zum Ende. Und das sieht jetzt auch nicht aus, als würde ich das privat dann spielen. Deswegen spoilere ich mich jetzt, wie das ausgeht. Oh, es gibt sogar verschiedene Enden. Ja, ich habe mir vorhin nämlich schon gedacht, irgendwas wird das bestimmt auch damit zu tun gehabt haben, was ich...
was ich vorhin ausgewählt habe an Fragen, also beziehungsweise an Antworten auf die Fragen. Boah, wie ich diese kleinen Viecher. Oh, Ruhe im Karton. Guck mal, aber ich habe 9mm Munition. Das heißt, irgendwann sollst du nur 9mm Waffen finden. Ach, guck mal, da brauche ich Reparatur 2. Mhm. Ich verstehe. Ich spoilere jetzt, indem ich sage, es ist Bioshock trifft Alien. Na, das dachte ich mir fast, dass das schon... So interpretiere ich jetzt zumindest mal das Ende. Oder die Endmöglichkeiten, die es gibt. Du kannst auch nicht anziehen, oder? Du musst einfach in die Richtung fahren. Was droppen die denn? Irgendwelche Items und irgendwas, was ich nie aufheben kann. Hier, die droppen Typhoon-Organ und Schrottpatronen. Schrott oder Schron? Vielleicht Schrott? Nein, Schrot. Ach so. Aber wir hatten, ich weiß nicht, auf irgendwelchen LAN-Partys war das dann immer. War das dann immer, wenn jemand die Schrotflinte gefunden hat und dann im Eifer des Gefechts wurde ganz schnell aus der Schrotflinte die Schrottflinte. Und es gab dann ja tatsächlich irgendein Spiel, gab es ja, wo das tatsächlich dann seine Berechtigung hatte, denn da wurde die Schrotflinte mit Schrott geladen. Und sehr gut war auch, ich weiß nicht, ich glaube in Fallout 3, ich weiß nicht, ob das, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob das jetzt auch im Vierer war. Aber da hattest du ja quasi die Multi-Cannon, die einfach alle schießen konnte. Wo du auch da konntest du dann einen Teddybär nehmen, konntest an den Teddybär eine Bombe dranhängen und dann den Teddybär mit der Bombe abschießen. Das klingt ein Spiel, was wir mal spielen sollten. Aber Fallout 4 haben wir ja sogar mal gespielt. Ja, eben. Da war ich noch skeptisch. Mittlerweile mache ich es selber besser. Das Problem war auch einfach, dass ich weiß nicht, ich war da so scheiße, als wir das gespielt haben. Da war ich so krass unkonzentriert. Ich hatte damals immer nicht so richtig gecheckt, wie das Hacken, glaube ich, funktioniert. Ich meine, entweder war es Hacken oder Scheiße. Irgendwas sollten wir machen und ich bin da so kläglich gescheitert. Ich überlege gerade, wie oft wir schon tot gewesen wären, wenn wir jetzt auf schwer gespielt hätten. Wahrscheinlich. Oder sogar nur auf normal. Sollen wir uns da einen Film anschauen? Nee. Aber das ist genau dasselbe wie bei Bioshock. Da waren ja auch mal so Projektoren oder irgendwelche Sachen. Aha, das war ein Hinweis auf die Neuromods. Wo muss ich eigentlich hin? In dein Büro. Guck mal, Videodatei, 56 Meter. Weil er hat gesagt, du sollst in dein Büro gehen und eine Videodatei anschauen. Also es ist eine Raumstation, es ist kein Raumschiff. Weil sie rotiert auch leicht, um so wird die künstliche Schwerkraft wohl dann generiert. Es könnte auch da unten der Mond sein. Oder die Erde ist mittlerweile komplett zerstört worden. Den hast du jetzt sehr gut getroffen. Dass ich sich nur nicht bewegen würde, oder? So ein Mimikatum auch. Ich habe keine Ahnung, ich habe eh so viel Blödsinn eingesammelt. Ich wette, da du kannst dann auch craften und so ein Blödsinn. Trauma Center. Ach, da liegt der Doktor drin. Da haben wir aber keine Schlüsselkarte für. Das ist ja nett, dass wenigstens dir ungefähr angezeigt werden musst. Immerhin. Lass mal auf das Bild gucken. Ja, guck mal. Da ist das Traumazentrum. Die Karte. So, ja, hier gibt es 3 E-Mails. Nein. So. Sehr geehrte Mrs. Goodwin, ich brauche mehr Leute. Die Volontäre sind unruhig, noch mehr als sonst. Nummer 11 hat heute Morgen gedroht, mir den Schädel einzuschlagen, wenn er seine Beine nicht vertreten darf. Der Code für hier oben ist nun 4770, nicht mehr der verzeichnete. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie mir beim Eintippen zugesehen haben, daher habe ich ihn geändert. Aha. John Haskins, Sicherheitsdienst. Ich schreibe mal auf Code 4770. Code
4770. Dr. Igwe, ich habe Ihre bisherigen Anfragen weitergeleitet. Wir werden sehen, was wir tun können, aber es gibt keine Garantien. Der Zeitplan für den Besuch ist eng und ermöglicht unter Umständen kein persönliches Treffen. Sobald ich weitere Einzelheiten habe, teile ich sie Ihnen mit. Mit freundlichen Grüßen, Bianca Goodwill. Halt, warte mal, geht's da unten noch weiter? Abteilung für Volontäre. Möchte ich noch einmal erkunden, ob es was erkundigen? Achso, jetzt halt, ob es Neuigkeiten zum Besuch von Gustav Leitner gibt. Das klingt schon nach Nazis, die irgendwelche Experimente machen. Findet nur, und falls ja, wäre es möglich, eine Kopie seines Reiseplans zu erhalten. Ich würde ihn sehr gerne treffen. Vor der Neurokartografierung, falls möglich. Vielleicht ist Gustav Leitner jemand, der dorthin. Vielleicht sind wir Gustav Leitner. Möglich. Haben wir einen Namen? Wurden wir schon mit dem Namen? Ja, wir waren immer nur Mr. U. Achso. Das sind wir vielleicht auch nicht. Sehr Gustav gut, Leitner. Igwe. Ist aufgetaucht, ruhig und höflich. Hat Leitner die Hand geschüttelt, als ob er Angst hätte, ihn kaputt zu machen. Hat ihn gebeten, ein Album zu signieren, das er mitgebracht hat. Leitner wirkt geschmeichelt, das war also ein Pluspunkt. Wir haben versucht, es ihm so bequem wie möglich zu machen. Sein Zustand hat nichts an seinem Verlangen nach Zigaretten geändert. Seine Finger haben die ganze Zeit gezuckt. Es ist eine Schande, dieses Talent. Kein Wunder, dass er gescannt werden wollte. Sagt die Helene. Fischer. Methusischer Apfel. Methusala. Es waren gerade so viele Buchstaben in seltsamer Reihenfolge. Ich will das Bild anschauen. Geht doch mal jetzt bitte das Bild anschauen. Das hier. Das sieht sehr hübsch aus. Guck mal. Wir leben in einer Welt, in der gibt es im Dschungel Raumstationen. Und du randalierst ein bisschen. Nee, das arme Büro. Ich habe das Gefühl, das Büro wird noch schlimmere Dinge erleben. Oder hat schon schlimmere Dinge erlebt. Meinst du? Kannst du Lautsprecher einschalten? Das ist ja das Buch. Das Bewusstsein, das Feuer in den... Die Essenz des Bewusstseins bleibt auch weiterhin äußerst mysteriös. Wie kann das subjektive Wesen von Erfahrung, mein Innenleben, wissenschaftlich erklärt werden? Entsteht Bewusstsein aus den komplexen Berechnungen von Neuronen im Gehirn? Oder handelt es sich um eine fundamentale und unveränderliche Eigenschaft, die Teil der Substanz des Universums ist? Mhm. Ich hätte gerne jetzt so einen Doktor-Kittel. Das ist meine neue Berufung. Benni, such solche Sachen, ich will die vorlesen. So. Wir haben erstmal eine E-Mail. E-Mails sind aber nicht so lustig. Da, ich finde, so pseudowissenschaftliche Texte kann man viel besser vorlesen. Sylvain. Morgen You. Ah, guck mal, das ist von Morgen You. Ich vertraue Ihnen mein Gehirn an. Sie machen gute Arbeit. Hoffentlich auch weiterhin. Ich habe nichts gemacht. Kann keiner lesen. Ich habe nichts gemacht. Wenn die Tests nicht erfolgreich sind und irgendetwas schiefläuft, dann richten Sie Alex bitte aus, dass es nicht seine Schuld war. Ich habe mich immerhin freiwillig gemeldet. Lautet 0451. 0451, okay. Simmer Pauling. Weniger Aufwand für Sie und Sie können ja wieder nach oben umziehen, wenn wir unseren Erfolg gefeiert haben. Guck mal, das kannst du das Buch nehmen. Ah, ich kann mir das vorlesen. Mhm. Das Gehirn wurde einst als zu warm, feucht und störbehaftet für scheinbar empfindliche Quantenprozesse angesehen. Die Entdeckung der Quantenkohärenz in biologischen Abläufen, wie zum Beispiel bei der Photosynthese der Pflanzen, der Navigation von Vögeln und unserem eigenen Geruchssinn, haben jedoch den Weg für die nachfolgende Entdeckung von Quantenvibrationen in den Mikrotubuli der Neuronen geebnet. Oh Gott, das ist super! Ich will nur solche... Oh nein, mein Stift. Ich will nur solche Sachen lesen. Das ist eine Herausforderung. Das ist wie beim Vorlesewettbewerb in der 5. Klasse. So viele schwierige Wörter. Richtig. Nimm das doch mal mit. Hast du das Geschütz nicht mit, ne? Ich kann es tatsächlich tragen. Das ist mega. Das nimmst du jetzt einfach immer mit? Oh, verdammt. Nein. Ausfahren. Du stellst es einfach immer hin, dann musst du nicht gegen die scheiß Viecher kämpfen. Ja. So der Plan. Das ist eine Banane. Oh, super. Oh! Chrissy, sie Schissi hat eine Anohana-Tasche redeemed. Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Anohana-Tasche. Ach, warte. Ach, jetzt verstehe ich. Wir müssen hier oben den Zettel nehmen. Mal gucken, was da steht. OMG, Hot Boss.
Das ist genauso wie der Philipp, der. haben das Keypad von meinem Büro vermurkst. Das haben wir aber schon. Die 0451 habe ich schon. Die hat uns January gerade mitgeteilt. Ja, wahrscheinlich, weil wir zu lange gebraucht haben und er dachte, wir hängen. Momentan ist das Geschütz unser Freund. Ja, ich weiß. Das haben wir schon festgestellt. Das Geschütz. Das Problem ist tatsächlich, wenn du in den Raum mit den Viechern reinrennst, bis du das aufgebaut hast, ist es wahrscheinlich zu spät. Deswegen stelle ich prophylaktisch dahin. Ja, weil ich drauf gestanden bin. Oh, January sagt was. Das Video dürfte auf ihrem Arbeitsterminal sein. Aber warum sagt ihr, dass es mein Büro ist? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Also wie bisher war das ja eher so, als hätte ich ja wissen müssen, dass hier irgendwas abgeht. Ah, okay, das hier ist alles zum Craften. Ja, aber das hier ist alles zum Craften. Vielleicht haben wir uns aber auch quasi den freiwillig zur Verfügung gestellt, den Test zu machen und können uns da nicht mehr dran erinnern. So, wir schauen uns jetzt mal das Video an. Wer weiß, was das Interessantes sagt. No. Alientube.com. Geschafft, Ende der Nachricht. So, ich weiß immer noch nicht, was geschehen ist. Ich habe es hinter mir gelassen. Aber es gibt keinen Grund, warum wir uns nicht wie normale Menschen verhalten können. Heute bist du an mir vorbeigegangen, als ob ich Luft gewesen wäre. Wenn ich dich mit irgendwas verärgert habe, sag es mir doch, dann können wir darüber reden. So zu tun, als wüsstest du nicht, wer ich bin, hilft doch nicht weiter. Wir müssen schließlich zusammenarbeiten. Mika, ich gehe davon aus, Mika war mal unser Love Interest. Upsi, Daisies. Ich denke da nur an Relax. Take it easy. Werden morgen, wie angefordert, werden ihre Terminprotokolle automatisch in ihre Suite in der Besatzungsquartieren weitergeleitet. Außerdem erhalten sie die Vorräte aus dem Maschinenlabor. Sagen Sie Bescheid, ob alles wohlbehalten bei Ihnen eingetroffen ist. Falls nicht, werde ich mich darum kümmern. Wie in der letzten Woche werde ich dafür sorgen, dass Sie in der Zwischenzeit nicht gestört werden. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich noch etwas für Sie tun kann. Ich halte vor Ihrem Bürostellung. So, was haben wir hier? Guten Morgen, morgen. Mega. Eingefordert und Plan. Er liegt in Ihrem Tresor. Telefon. Geister. Neue Schlüsselkarte, Telefonkonferenz. Ein Neuromod. Ein Schokoriegel und ein Apfel. So, guck mal, ein Buch für dich. Oh, erster Auszug aus Die Kommerzialisierung des Raumfahrtprogramms von Dr. J.V. Edwards. In Kennedys zweiter Amtszeit nahm der Wettlauf ins All neue Ausmaßen an und wäre ohne seine Unterstützung wohl vollständig zum Stillstand gekommen. Mehrere Mondlandungen läuteten ein beschleunigtes Raumfahrtprogramm voller Tatendrang ein, sowohl in den Regierungskreisen als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Für die damalige Zeit ungewöhnlich, besonders im Gegensatz zu Kennedys erster Amtszeit, war der Umstand, dass es sich hierbei nicht um ein Rennen zwischen zwei Mächten handelte, sondern Sowjets und Vereinigte Staaten scheinbar gemeinsam in den Weltraum vorstoßen wollten. Da stimmt doch irgendwas nicht. So, ich stelle auch gerade fest, wir sind relativ tot. Sollten wir mal so ein neues Health Pack verwenden? Ja, die Frage ist, kann ich hier eigentlich einen Apfel essen? Ich habe doch vorhin... Du hast einen Apfel eingesammelt. Irgendwo müsstest du ja eigentlich so einen Inventar haben, oder? Stellt 5 Gesundheit wieder her. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so prickelnd. Allerdings, ich meine, dafür, dass du das Geschenk bekommen hast... Beziehungsweise gefunden. Die fehlen halt 90. Ich brauch so ganz viele Äpfel. Ah, guck mal, ich kann auch um die Ecke holen. Naja. Wir heilen uns dann, wenn Gegner kommen. So, wir sollen aber erstmal den Safe finden, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Willst du Hilfe haben oder willst du ihn alleine suchen? Das habe ich gerade tatsächlich gelesen. Ich weiß, wo der Safe ist. Glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Nein, du findest es alleine raus. Organisches Material. Guck mal, da ist ein Medikit, das ist wichtig, nimm das mit. Morgan Use Suite. Weißt du, was echt schade ist, wo wir hier gerade so im Erforschermodus sind? Bitte? Wir hätten Gone Home im Stream spielen sollen. Ach, ohne dass wir wissen, um was es im Spiel geht. Das wäre so geil. Das wäre tatsächlich mega gut gewesen. Vor allem, wenn das die Story-Auflösung kommt am Ende, die ist ja unfassbar gut. Das Glue-Kanonen-Munitions-Waffe. Das ist gut für dich. Du kannst deine Glue-Kanone upgraden. Mhm. So, wähle die Waffe, die du verbessern möchtest, und drücke anschließend nochmal aus. Einige Verbesserungen erfordern fortgeschrittene Fähigkeiten, verstehe. Aber will ich die Glue-Kanone schon updaten? Weißt du, was wir noch gar nicht gemacht haben? Komm, wir haben das Video noch nicht angeschaut, oder? Schau mich an morgen. Spiele mal das Video ab. Sorge dafür, dass du beim Anschauen alleine bist. Yes. Wir haben ein Geschütz hingestellt. Warte mal. Guck mal, da groß irgendwo. Und du? Hinter dir? Dreh ich mal um. Nimm doch mal den Bildschirm. Dezent. Ein überdimensionaler iPod ist das bestimmt. Ich meine, die Kamera, dann hallo Morgan, harter Tag. Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Er ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Er weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihre Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist, die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Na super. Das ist kein gutes Zeichen. Nee. Ich dachte, ich hätte jedes dieser verdammten Videos gefunden. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du dir das anhörst. Nicht bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste, verdammt, ich muss los. Rühr dich bitte nicht, bitte. Deutsche Synchronsprecher sind schon was Feines. Mhm. Also die drei E-Mails haben wir ja gelesen. Ja. Also tendenziell haben wir January, der steht auf unserer Seite, und der andere will irgendwas von uns verheimlichen. Tut mir leid, Morgan. Alex hat uns von den Looking Glass Servern abgeschnitten. Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wieder. Ich hab jetzt schon wieder vergessen, wo wir nachschauen sollen. Maschinenwerkstatt. Dr. Chihiro habe ich mir gedacht. Dr. Chihiro? Dr. Chihiro. Chihiros Reise ins Wunderland. Das ist ja auch schon ein bisschen lame, dass das uns angezeigt wird. Das Geschütz auch echt unendlich Munition, das ist mega gut. Ich denke nicht. Das wäre mega gut. Halt, warte mal, hatten wir hierfür nicht. Was ist Kampfgrundlagen? Nutze im Kampf die Umgebung und setze Werkzeuge ein. Du musst nicht gegen jeden Gegner im direkten Kampf bestehen. Wähle eine Alternative, um an einen Hackengeher vorbeizuschleichen oder komme ihnen zuvor. Wenn du kämpfen willst, erhöhst du deine Überlebenschance, indem du Gegner vorher mit Werkzeugen wie der Glue-Kanone außer Gefecht setzt. Tja, davon wirst du Benny erstmal mit der Glue-Kanone treffen. Ja, das ist was sehr gut gespielt. Hätte ich wohl gerne, ne? Komm, zieh mal noch die anderen raus. Komm her, gut, gut, gut. Vielleicht müssen wir die Kanone reinstellen. Wobei, wir haben ja auch Zeit, wir haben keinen Stress. Einsatz bereit.
Guck mal, da liegt eine Pistole. Oh Gott. Das ist ja eine Scheibe. Also ich finde die Pistole in Kombination mit dem Geschütz, damit sind wir unbesiegbar. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Die Frage ist, ob der ja das Geschütz überall mitnehmen kann. Die Frage ist, ob du das Geschütz und die Pistole gleichzeitig nehmen kannst. Und die Frage, ja gut, das wird ja schon gehen, weil ich kann ja auch die Rohrzange und das Ding gleichzeitig nehmen. Weil er steckt dann ja immer das, was ich in der Hand halte, steckt er dann immer ein. Die Frage ist nur, ob das Geschütz tatsächlich unendlich Munition hat. Solange wie es genügend Munition für die nächsten 50 Minuten hat, ist alles gut. Was danach kommt, interessiert uns nicht. Ah, ich habe eine dunkle Vermutung. Nee, da musst du eine Tür reingeben in das Büro. Ja, aber das heißt ja immer, es gibt alternative Wege. Aber das sieht nicht so aus, als würde es kaputt machen. Auf. Als wäre es quasi der Lüftungsschacht. Da, was war denn das gerade? Kannst du da vielleicht dagegen hauen? Guck mal, der wurde dir doch... Nee. Ich glaube, das ist vielleicht schon der Raum dahinter. Ach so, schade. Falls euch das jetzt gerade auch ein bisschen zu slow ist, keine Sorge, nächste Woche spielen wir Burnout Paradise. Das ist garantiert Take nicht slow. Wie lief das Lied da? Das ist so, natürlich, das läuft im Menü schon. Echt mega gut. Moment, lass das Spiel gleich jetzt spielen. Man kann nie genug ganze Roses Songs in seinen Spielen haben. Ich erkenne ein Problem beim Zutritt in Dr. Chihiros Laboratorium. Für mich ist das ab sofort Dr. Chihiro. Ersatzteile. Läuft da eigentlich Musik? Da läuft keine Musik. Da läuft wahrscheinlich voll die geile, stimmungsvolle Weltraum-Ambient-Musik. Nein. Nein. Krasser Scheiß. Sowas macht mich ja auch dann daheim tatsächlich sehr schläfrig. Wenn keine Musik läuft. Wenn keine Musik läuft, ja. Nein. Die Todeskombo ist, wenn ich immer die Visual Novels spiele für den Stream. Oh, sehr gut. Naja gut, das war jetzt relativ einfach. Wenn ich die Visual Novels für den Stream spiele am Abend und dann kommen diese Passagen, wo die Musik aussetzt und der Sprecher auch nicht spricht, sondern es ist einfach nur Text da, den ich vorlesen muss oder den ich lese. Das ist für mich der Todesstoß. Da werde ich so müde innerhalb von wenigen Sekunden. Oh, wir können unser Geschütz nicht mitnehmen. Wieso nicht? Ich muss es liegen lassen, um das Maschinenlabor zu aktivieren, glaube ich. Ja, aber kannst du danach nicht wieder aufheben? Nee, weil das ist, wenn dieses Ding kommt, da lädt er quasi eine neue Sequenz. Also neues Level. Das ist aber lame. Dann müssen wir, deswegen gehen wir hier noch kurz mal um die Ecke und schauen, ob hier noch irgendwas Interessantes rumliegt. Nee, ich glaube, die Bananenschale brauchen wir nicht. Oh, Burnout Paradise können wir dann gerne auch mal gegen euch spielen. Dann trainiere ich am Wochenende noch. Dann spielen wir das nicht nächste Woche zum ersten Mal. Ich habe nämlich immer nur Burnout 2 und Burnout 3 war es, glaube ich, gespielt. Burnout Paradise habe ich noch nie gespielt. Ich habe Burnout Paradise damals gespielt, auf der PlayStation 3. Da kam man, wie gesagt, eine Nacht Multiplayer, es war Monster. Die ganzen Sprünge zu machen, die man da macht. Das ist schon mega gut. Das war. Hier wäre es mit irgendeiner Pistole dabei. Oh nein! Oh Gott, ich hätte es nicht noch 50 Minuten am Leben lassen können. Das arme Geschütz. Der ist ziemlich hässlich, ey. Ich habe doch vorhin Munition für das Ding aufgesammelt, dachte ich. Stimmt eigentlich. Oh, komisch. Aber unser schönes, können wir das wieder einsammeln? Das kannst du reparieren, aber wir haben ja keine Reparaturfähigkeiten. Hier, das braucht Reparatur 2. Oh nein. Ist das Spiel doof. der Weltraumaufzug. Mit Hilfe des Storchenturms, des ersten funktionsfähigen Weltraumaufzugs, konnten die Vereinigten Staaten zu Beginn einen Großteil aller Aktivitäten und des Handels in der Erdumlaufbahn kontrollieren. Mittlerweile holt der Rest der Welt jedoch auf.
Laut Berechnungen der Weltvereinigung der Raumfahrtindustrie, WVRI, ich bin der Meinung, dass das wäre der Bau eines zweiten Weltraumaufzugs unter Zuhilfenahme des, der Storchenturmanlage zu einem Viertel der ursprünglichen Kosten machbar. Verständlicherweise schrecken die USA davor zurück, beim Bau einer günstigeren Plattform zu helfen, die Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Für die Betreiberfirma des Aufzugs rechtfertigen die beachtlichen Investitionsrisiken den Schutz dieses wirtschaftlichen Bereichs. Das ist fast ein bisschen wie aktuelle Weltpolitik. Mhm. Währenddessen ist die WRI davon überzeugt, dazu übergegangen, aggressiv geeignete Standorte für die zukünftige Weltraum, für zukünftige Weltraumaufzüge zu erwerben. Im Grunde genommen also so etwas wie ein, wie das, wie Hausbesetzung im Weltraumzeitalter. Naja. Der Text war zu einfach, deswegen habe ich so viele Fehler gemacht. Ich brauche anspruchsvolle wissenschaftliche Texte. Der Witz an der Sache ist ja tatsächlich, dass das Prinzip absolut relevant ist und realistisch ist. Das ist ja der quasi der Witz an der Sache, dass das sieht nach einer Nerfgun. Flexifoam. Flexifoam. Sprich kurz, dann ist vor. Dass die sinnvollste Variante, weiter im Weltraum zu agieren, tatsächlich wäre, einen Weltraumaufzug zu bauen. Also eine geostationäre Station, die quasi mit der Erdrotation exakt identisch sich mitdreht, sodass du permanent Güter rauf und runter bewegen kannst. Denn das, was die Weltraumfahrt so teuer macht, ist nicht quasi im Weltraum zu sein, sondern von der Erde in den Weltraum zu kommen, weil du so unfassbar viel Treibstoff und Raketenkraft und so weiter brauchst. Und wenn du einen Aufzug hättest, was physikalisch funktionieren würde, musst du halt diese Startinvestition machen, diesen Aufzug zu bauen, und dann durch das Rauf- und Runterfahren, was du dann hast, ist ultra kosteneffizient. Deswegen kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen, dass irgendein Land das irgendwann in den nächsten 4000 Jahren auf die Reihe bekommt. Nee, wahrscheinlich oder? Nicht. Da würden aber es ist tatsächlich das tatsächlich das realistische Szenario. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo gelesen habe oder ob ich da eine Doku drüber gesehen habe, aber es ist tatsächlich auch wissenschaftlich gesehen das momentan angestrebte Ziel, diesen Weltraumaufzug zu bauen. Schade, dass wir schon so alt sind. Wenn wir vielleicht noch, wenn wir jetzt gerade im Kindergarten wären, dann hätten wir eine Chance, das noch zu erleben. Zumindest den Anfang vom Bau. Richtig. So, nun, Auszug aus dem vierteljährlichen erscheinenden Mitteilungsblatt Transstar aktuell. In Stars im Aufwind stellen wir Ihnen Harley Granger vor, Mitglied des Neuromod-Vertriebsteams und derzeit auf der Talos 1 stationiert. Manchen von Ihnen dürfte Harleys Name noch aus seiner Zeit als professioneller Baseballspieler ein Begriff sein, als er mit der Nummer 66 für die Tornadoes auf der Second Base stand. Harley wurde vor 2 Jahren auf die Talos 1 versetzt und ist seitdem mehr als 50 Mal hin und wieder zurückgereist. Nicht schlecht für jemanden mit Flugangst. In meiner Zeit als Baseballspieler war ich gezwungen, mich mit dieser Angst auseinanderzusetzen, erläuterte Harley. Ob Sie es glauben oder nicht, ein Shuttleflug zur Talos 1 ist wesentlich unproblematischer, als in einem normalen Flieger über das Land zu fliegen. Mhm. Der Text war auch langweilig. Ich finde, ich glaube, das ist tatsächlich, dass du dann im Weltraum rumreist. Und das ist ja auch einer der Gedanken des Weltraumaufzugs, dass du quasi nur noch ganz wenig, also dass du quasi lange, also wirklich lange, schnelle Flüge machen kannst, weil du ja im Weltraum startest, sprich den ganzen Treibstoff verbrätst du nicht beim Hochfliegen, sondern du hast dann Unmengen an Treibstoff zur Verfügung, um zu fliegen, und du musst ja quasi nur... Du musst ja anschieben, und danach fliegst du ja auf der Geschwindigkeit. Genau. Ja, das habe ich tatsächlich ja auch schon mal gelesen, dass es von der Luftfahrt sehr angestrebt wäre, diese, was sind das, Stratosphärenflüge? Ja. Zu machen, dass die kommerzielle Luftfahrt so weit sich hochverlagert, weil dann irgendwie die Reisegeschwindigkeit dadurch erhöht werden kann da oben, weil kein Luftwiderstand da ist, und die Effizienz Treibstoffbereich gesteigert werden, weil du eben nicht mehr so viel Treibstoff brauchst. Genau. Allerdings ist die kosmische Strahlung ein Problem. Ja, man muss ja die armen kleinen Bastis dieser Welt vor der kosmischen Strahlung schützen. Da hat die Wissenschaft noch keine richtige Lösung für, weil ja selbst die Astronauten auf der ISS theoretisch zu viel kosmische Strahlung abkriegen. Richtig. Je nachdem, wo man heutzutage auch lang fliegt, mit dem normalen Flugzeug hat man da schon Probleme. Wo war das Loch? Antarktis gibt es Löcher, über Australien gibt es Löcher, aber die schließen nicht. Reden wir jetzt vom Ozonloch oder von anderen Löchern? Nee, vom Magnetfeldloch. Und das Magnetfeldloch war, glaube ich, gerade zwischen
also rechts von Feuerland. Ich weiß nicht, was ist das? Pazifik? Nee. Was? Feuerland? Nee, rechts von, also zwischen Atlantik. Feuerland und, genau, zwischen Feuerland und Afrika. Loch ist im Magnetfeld. Google ist unser Freund. Genau. Und das ist gerade aktuell, glaube ich, am größten und am schwächsten, eben zwischen Lateinamerika und Afrika. Und ja, wenn man da regelmäßig mit dem Flieger durchfliegt, kriegt man eine äußerst hohe Strahlendosis schon ab. Guck mal hier. Loch im Magnetfeld. Entwicklung der südatlantischen Anomalie. Genau, so heißt das Ganze. Es könnte auch aus einem Lovecraft-Roman sein, die südatlantische Anomalie, aber es ist tatsächlich durch die Polwanderung, die seit 2 Jahren, 3 Jahren läuft, meine ich. Wissen wir eigentlich, wie katastrophal ein Polsprung für uns wäre? Ja. Haben wir da nicht drüber schon mal geredet? Da haben wir jetzt schon mal drüber geredet. Ich gehe jetzt mal ins Maschinenlabor, ja, weil das dauert 13 Stunden, bis er das geladen hat. Weil doch dadurch das Erdmagnetfeld kurzzeitig zusammenbricht Erdmagnetfeld und das Leben auf der Erde massiv drunter leiden würde. Das Problem ist, glaube ich, dass die, also was heißt, dass dieser Zusammenbruch, die Strahlung, die man dann abkriegt, wahrscheinlich nicht so schlimm ist, dass sie uns quasi instant töten wird. Das Problem wird nur sein, dass quasi in dem Moment wahrscheinlich es einen totalen Blackout gibt. Weil ja, wenn dann auch gerade der passende Sonnensturm ist, dass das elektromagnetische Feld sich so ändert, dass dann die Elektrik überall ausfällt und die Kommunikation ausfällt. Dass die Satelliten dann auch in dem Moment keine Verbindung mehr kriegen, Handy, kein Handynetz mehr, die Stromnetze zusammenbrechen und so weiter. Und der Witz an der Sache ist, der letzte Polsprung ist ja schon zu einer Zeit gewesen, wo ja schon die Erde bevölkert war, richtig. Ja. Und da ist, soweit ich weiß, nichts verzeichnet, was jetzt so ultra dramatisch ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass wenn der Polsprung jetzt irgendwann passiert, ja, denn er wird wahrscheinlich in den nächsten, ich weiß nicht, 100 Jahren, nee, noch nicht, ich glaube, das war noch nicht mal so lange, weil jetzt nämlich die Polwanderung hat angefangen. Und der ist überfällig, lese ich hier gerade. Genau, die Polwanderung hat angefangen, das ist messbar, dass die magnetischen Pole sich gerade wegbewegen. Oder sich gerade wechseln. Ich habe sie gefunden. Reparaturdefinition. Aha. Vorgegeben. Da fliegt was. Ist nicht normal. Oder hängt da was? Ist der böse? Der ist böse, würde ich sagen. Oder ist, das Viech ist einfach nur unsichtbar. Ich habe sie gefunden. Ich weiß ja, man kann die nach umgehen. Der nächste Polsprung hat wohl bereits begonnen. Ja, genau. Das sagen auch die meisten Wissenschaftler, dass sie davon ausgehen, dass das aktuell wahrscheinlich schon der Polsprung ist. Und schon bin ich auf meinen Lieblingsseiten. Ja, jetzt kommen die Verschwörungstheorien. www.neoterischesbewusstsein.com. Oh Gott, ja! Polsprung 2019, Weltkatastrophe. Wie realistisch sind die Prognosen der Wissenschaft und Prophetie? Was ist wirklich zu erwarten? Und guck mal, hier sind ein Haufen wissenschaftlicher Sachen für dich. Yay! Yeah. Also zum einen zu schnell, zu weit, Teil 2. Oh, den Teil 1 haben wir schon gelesen. Ja. Und Johnsons Amtszeit endete, was den Weg für Präsident Reagan ebnete. Mhm. Trotzdem wurde das Tempo des Wettlaufs ins All gemächlicher und der erwartungsvolle Vorstoß vorheriger Jahrzehnte schwächte sich aufgrund des Fehlens von Fortschritten, die der Weltraum zu versprechen schien, ab. Die Sowjetunion hatte bereits einen wirtschaftlichen Zusammenbruch aufgrund ähnlicher Schwerpunkte in Sachen Weltraum erlitten. Die weitere Finanzierung des Raumfahrtprogramms wurde in Washington und dem Pentagon unpopulär. Dadurch erhielten eine Reihe von Politikern Auftrieb, von denen viele auch erfolgreich ein Eingreifen der USA in Vietnam verhindert hatten, die sich eher darauf konzentrierten, Probleme zu Hause zu lösen. Aha, also wir befinden uns jetzt quasi Alternative Reality. Ja. Denn eine bessere Welt, in der Trump nicht an die Macht gekommen wäre. In der man sich nicht in Vietnam eingemischt hat.
Auszug aus dem Artikel Treppen in den Himmel von Dr. Angelina Merkel. Nein, von Dr. Angelina M. Allen. Mit Hilfe des Storchenturms, des ersten funktionsfähigen Weltraumaufzugs, konnten die Vereinigten Staaten zu Beginn einen Großteil aller Aktivitäten und des Handels in der Erdumlaufbahn kontrollieren. Habe ich das nicht schon gelesen? Mittlerweile holt der Rest der Überlegung. Ja, doch, das habe ich doch schon mit gelesen. Der Text kommt mir bekannt vor. Ja. Terraforming des Mars. Auszug aus einem Artikel über die Besiedlung des Mars von Dan Ousley. Ousley? Allerdings schießen die Kosten dieser Marsanlagen und ihrer Wartung in astronomische Höhen. Dazu ist das spartanische Äußere weit von dem Bild der idyllischen Kolonien entfernt, die auf Plakaten um die Jahrhundertwende Weltraumtouristen anlocken sollten. All dies könnte sich nun jedoch bald ändern. In einem seiner seltenen Interviews spricht Transstar-Präsident Alex Yu über seine Vision von einem Mars, auf dem Familien im Gras picknicken können, bevor sie des Nachts am Himmel nach dem winzigen Lichtpunkt der Erde suchen. Die Umsetzung dieser Vision erfordert Terraforming des Mars, das schwierigste technische Problem, vor das die Menschheit jemals gestellt wurde. Yu zeigte mir ein graues Moos, einen speziell für diesen Zweck entwickelten extremophilen Organismus, die unspektakulär wirkende Pflanze namens Takakia Catherine. Catherine, glaube ich. Ja, aber Takakia klingt eher lateinisch. Aber weiß auch nicht lateinisch. Egal. Takakia Catherine ist in Wirklichkeit jedoch eine äußerst effiziente organische Maschine, mit der die Marsatmosphäre im Lauf mehrerer Jahrhunderte dahingehend umgewandelt werden kann, dass sie unserer eigenen stark ähnelt. Ja, mehrere Jahrhunderte ist aber eine ganz schön lange Zeit. Ist aber auch tatsächlich in der Forschung gerade. Dass man eben, man forscht gerade daran, ein Moos zu entwickeln, das quasi sich über die Zeit so ausbreitet und anfängt, so krass Sauerstoff zu produzieren, dass der Mars bewohnbar wäre. Ob das die Marsianer so geil finden? Hm. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall super. Und ja, weil das war tatsächlich die Besiedlung des Mars. Ist in Hast du den Toten schon durchsucht? Nee, tatsächlich nicht. Oh, guck mal. Eine neue Ohrzange. Hallo, Hope Alice. Bing Bang Bonbon. So, ich bin jetzt in meinem Pulsprung und seine voll. Aber das sind alles seriöse Seiten. Survivalforyou.org. Das ist die passende Prepper. Da wird dir dann noch gleich das Survival Kit für zu Hause empfohlen. Ich habe Larsen in den Vorführungen geschickt, damit er uns eine Flasche Old Sorder organisiert. Verzögerung der Vorführung. Hope. Die Vorführung des Atrax-Antriebssystem muss verschoben werden. Wir arbeiten hier in der Werkstatt noch an einem kleinen Kalibrierungsproblem. Besteht aber kein Grund zur Sorge. Das kenne ich schon. Es ist nur noch eine Frage der Kalibrierung. Rums. Das ist wie bei deinem Raumschiff im Körperspace-Problem, oder? Ja. Oh. Die Lösung ist, wir brauchen mehr Raketen. So, für alle, die die Weltuntergangsgeschichten mögen. Die Messungen zeigen, dass es etwa... Das ist etwa in Zeitraum von durchschnittlich... Hattest, wie war denn das andere Passwort? 4710 oder 0451? 4710. Ich weiß nicht, ob das für hier war, aber... Nein. Schade. Ich habe 0451 noch. Ja, aber das war das andere, was wir vorhin gebraucht haben, um unser Ding. So, wo war ich stehen geblieben? Die Messungen zeigen, dass es etwa in Zeiträumen von durchschnittlich 300.000 bis 500.000 Jahren zu einem Polsprung kam. Da der letzte gemessene sich vor 780.000 Jahren ereignete, wäre der nächste also mehr als überfällig. Und womöglich hat der Prozess, der zu einer weiteren Stromumkehr führt, bereits begonnen. So, wenn ihr jetzt mal kämpfen. Gibst du jetzt mal. Anzug wurde beschädigt. Dein Anzug ist beschädigt. Je besser sein Zustand, desto mehr Schaden kann er von gegnerischen Angriffen. Verwende eine Anzahl Reparaturkit, um ihn wieder in Stand zu setzen. Macht er nicht beim Waffe wechseln?
Verringert sich die Feldstärke weiter wie bisher beobachtet, gibt es in etwa 1800 Jahren an der Erdoberfläche ein Feld mit 4 Polen. Es können auch 8 Magnetpole entstehen. Damit geht ein Wechsel in der Flussrichtung des Feldes einher. Ach, das stimmt. Habe ich auch irgendwas gesehen, von wegen, dass das dann ein multipolares System wird. Aber 1800 Jahre kriegen wir nicht mehr hin. Nee. Während dieses Prozesses, der normalerweise etwa 5000 bis 10.000 Jahre dauert, verringert sich die Feldstärke an der Erdoberfläche um bis zu 90%. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Erde. Das ist völliger Quatsch. Die Bildsachen in der Scheiße geschrieben in der Fokus. Auch bei einer Umkehr verschwindet das Erdmagnetfeld nicht vollständig. Jedenfalls sinkt nach Angaben von Experten des Geoforschungszentrums Potsdam die Magnetopause, die Grenze, an der das Erdmagnetfeld im All endet. Heute verläuft sie in etwa 65.000 Kilometer Höhe. Schwächt sich das Erdmagnetfeld auf 10% seines heutigen Wertes ab, verringert sie sich auf 5 Erdradien. Also die 65.000 Kilometer sind 10 Erdradien. Wenn das Erdmagnetfeld sich abschwächt, dann sind es nur noch 5 Erdradien. Selbst wenn wir das Magnetfeld komplett wegnehmen, würde diese Strahlung von der Lufthülle der Erde abgefangen. Siehst du? Deswegen ist es tatsächlich gar nicht so dramatisch. Der Punkt ist halt, wenn du halt eben fliegst, bist du ja so nah schon, also noch nicht so nah, aber du bist ja schon relativ nah dann an der Stratosphäre dran. Und dann wird halt das nicht mehr so gut absorbiert. So. Fürchten gar, dass erst die nächste Eiszeit. Nein. Tatsächlich gibt es Hinweise, dass bei früheren Polumkehrungen viele Arten von Mikroorganismen, die in den Ozeanen lebten, verschwanden. Mhm. Auch die Evolution, argumentieren Forscher, könne von Polumkehr beeinflusst werden. Denn die erhöhte UV-Einstrahlung in den Schwächephasen des Erdmagnetfelds könnte bei den Lebewesen Mutationen ausgelöst haben. Juhu! Endlich kriege ich meine Superheldenfähigkeiten. Ja. Das jetzt tatsächlich so spektakulär ist. Die Frage ist ja dann viel mehr, ob es dann so läuft wie in, wie hieß der Emmerich-Film in 2012. Das war doch auch das Erdmagnetfeld, glaube ich. Was das weiß ich, ich habe die nie gesehen tatsächlich. War mega gut. Yellowstone Party. Ja, ich weiß nur, das war das, wo dann irgendwo der Mönch im Himalaya steht und nur die Flutwelle siehst, die quasi den Himalaya überspült mit, weiß nicht, wie hoch war sie? 8000, 9000 Meter hohe Flutwelle, was glaube ich keinen Sinn macht, weil glaube ich die würdest du eine so hohe Flutwelle haben, irgendwas, die Erdrotation nicht mehr gehen oder irgendwas da auf jeden Fall wäre, weswegen es gar nicht möglich ist. Bin ich ein Depp. Ich habe mir gerade quasi meine Leiter, glaube ich, wahrscheinlich kaputt. Ach nee, es war eine Sonneneruption, die das ausgelöst hatten. Oh, da kenne ich eine Firma, die hat einen unfassbar tollen Film dazu. Der heißt... Wie hieß der denn, verdammt nochmal? Solar Apocalypse. Nein. Nee, Quantum Apocalypse. Ich war mit der Apocalypse gar nicht so weit weg. Ja. Die gute Quantum Apocalypse. Gott. Einer der besten Filme, die ihr jemals sehen werdet. Kommst du in der Disaster Box? Der ist, glaube ich, nicht in der Disaster Box. Ist der nicht drin. In der Disaster Box? Nee. Drin? Ach, schade. Das mit den Sonnenstürmen war aber auch nicht Quantum Apocalypse. Nicht? Nee, das war der, wo dann... der war dann gar nicht so katastrophenmäßig. Der war... Ich weiß nicht, da war nämlich auch Sonnensturm und da war quasi das Szenario, dass durch den Sonnensturm die... was ja dann passiert, dass es quasi einen elektromagnetischen Puls gibt, der die Elektronik lahmlegt. Und in der Folge... dann irgendwelche Kraftwerke ausgefallen sind, die Kühlung von einem Chemikalientank ausfällt und der Chemikalientank explodiert und dann irgendeine giftige Substanz freigelassen wird und dann die ganzen Leute hops gehen.
klingt mega spektakulär. Ich überlege gerade, wie der Film heißt. Wir haben einen Hinweis bekommen, den habe ich jetzt vor lauter Weltuntergang gesehen. Du kannst mit ihm nämlich eine Treppe bauen. Ja, habe ich gerade gemacht. Achso. Oh nein, jetzt bin ich gestorben. Ich habe tatsächlich nicht auf mein Leben. Nein, wir sind gestorben und es hat, aber dann geht auch als 1,5 Stunden. Also das Geschütz ist halt einmal gestorben. Die Community hatte schon diskutiert, ob das als Kill Count letzten Spielstand starten oder laden oder vorherigen Spielstand laden. Das ist auch so ein Übersetzungsding, wo ich die wenigen eine runterhauen würde. oder letzten und vorherigen. Ja. Das ist eigentlich sehr unklar, was was ist. Ja. Also meinen Sie den vorherigen vor dem letzten? Vielleicht. Tja, mein Herz blutet. Wer spielt denn gerade? Island hat nur noch 5 Minuten zum Weiterkommen. Wie viel sind? Wie viel steht's gerade? Ein Tor schießen, 1-1 steht. Hier kommt ein Großteil der Stationstag. Ein Großteil der Stationstag. Nee, das reicht nicht. Wenn sie ein Tor schießen, dann sind sie punktgleich mit Nigeria und Nigeria hat die beste Torreferenz. Schade. Island müsste 2 Tore schießen. Ob sie das in 5 Minuten schaffen, wage ich zu bezweifeln. Außer Island schießt ein Tor und Argentinien schießt ein Tor. Ja gut, aber du glaubst doch mal nicht ernsthaft, dass der Messi jemals ein Tor schießen wird. Der hat noch gar keins geschossen, oder? Argentinien müsste tatsächlich, die fliegen raus. Argentinien müsste auch richtig viele Tore schießen, weil die haben eine Differenz von minus 3. Calvino hat wahrscheinlich eine Schlüsselkarte. Sie spannend, können spannend, oder was von spannend. Übrig ist, über die Liste der Sicherheit finden. Die Liste der Sicherheit. Kümmern wir uns lieber mal hier um das Spiel. Kümmern wir uns sind ja nicht hier, um über Fußball zu reden. Fußball ist weitere Verschwörungstheorie. Über Fußball. Oh, da kannst du schon durch, oder? Kannst du das wegbewegen? Nee. Nein, du brauchst Hebelkraft 1. Ja. Das ist tatsächlich, da sagst du was. Hast du einen Hebel dabei? Oder nee, aber ich hab 5 Neuromods. Die Frage ist, machen wir jetzt Hebelkraft oder wollen wir lieber versuchen, dass wir unsere Geschütze reparieren? Die Frage ist, was willst du die nächste halbe Stunde noch machen? Willst du dein Geschütz reparieren? Haben wir genügend Sachen, um das Geschütz zu reparieren? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Könnten wir das Geschütz denn jetzt mitnehmen? Nee. Das liegt eher in der Zone, oder was? Von Waffen-Upgrades und Sicherheitswaffen über Modifikationen. Nee, wir warten nochmal. Also theoretisch hier können wir uns. Es ist tatsächlich wie System Shock oder wie Deus Ex. Oh. Kann ich die Viecher dann nicht hier reinlocken? Aua. Ja, ist sehr gut. Ist das wieder der große, den ich gerade gemacht habe? Ups. Ich kann ja nicht sagen, dass ich für solche Spiele mittlerweile zu alt bin. Nein, es ist tatsächlich, dass ich mir das ist mir dann schon gerade zu viel Gefrickel irgendwie. Ich finde es, von der Idee her finde ich es gerade mega gut. So beschissen ich auch das Tutorial fand, der Twist war cool am Ende. Der Twist war mega cool. Das finde ich echt geil. Und ich glaube auch, wenn du eben hier... Wenn du die Zeit und die Ruhe hast, dann ist das, glaube ich. Also ich hätte tatsächlich lieber dann wie in Bioshock oder so mehr Action noch. Also dass ich die Möglichkeit habe, mehr Action zu haben in dem ganzen Spiel. Bioshock Spaß. Ist ja deutlich weniger Puzzlespiel. Ne? Genau. Und das hier ist tatsächlich für mich. Also selbst bei Deus Ex würde ich sagen, dass Deus Ex mehr Action hat, obwohl Deus Ex ja auch genau dasselbe hat. Alter, blutet der. Ja. Das dürfte der so gar nicht mehr spielen. Aber egal, wir reden nicht über Fußball. Wir haben auch nicht Fußball hier auf unserem Monitor laufen, als beinharte Island-Fans, die wir sind. Und bei Deus Ex war es ja auch so, dass du quasi, ich glaube, dass du deinen Großteil des Spiels, ohne einen einzigen Schuss abzugeben, durch Hacken und durch Sneaken konntest. Was ziemlich geil ist, was mir aber halt nie so vom Spielstil gepasst hat. Ich fand es halt immer cool, wenn du so ein bisschen mit der Umgebung interagieren kannst. Um irgendwelche coolen Sachen zu machen, ist aber trotzdem dann primär noch immer ein reines Actionspiel ist. Und hier ist tatsächlich das Problem, dass die
Gegner für meine aktuellen Verhältnisse viel Schaden machen und viel aushalten und ich gar nicht so viel aushalte. Aber du weißt, dass du dich ja auch irgendwie anscheinend nicht immer rumbewegen kannst. Ja, ja, aber das... Ich habe halt zum Beispiel dann... Mich würde das dann tatsächlich ein bisschen nerven, wenn ich dann da eben drum rumrennen muss. Weil ich mir denke... Hast du auch gesehen, da oben liegt was auf der... Müsstest du das jetzt wahrscheinlich mit der Glutkerne einfrieren? Das habe ich vorhin ja schon, als wir hier reingekommen sind, den Trick ja machen müssen. Ruhe. Ja, genau. So. Guck mal, da ist die Schlüsselkarte. Ballistiklabor. Na komm, wir nehmen einfach mal alles mit. Oh nein. Oh je. Können wir was liegen lassen, was wir brauchen? Nee, das ist genau... Gehört zu den Dingen, die ich überhaupt nicht mag, nämlich Inventarmanagement. Bei sowas werde ich dann immer wahnsinnig. So, wir tun jetzt einfach mal Essen. Was isst du so? Ach, das war eine Anzugsreparatur-Kit, das wir gerade reingeschmissen haben. Ich habe gar nicht so einen Schokoriegel. Dieses Anzugsreparatur-Kit hat aber sehr gut geschmeckt. Jo, lecker. So lecker. Udon! Oh Gott. Ja, ja, ja. Ich habe ja tatsächlich geguckt, ob es so Fertignudel, so Fertig-Udon-Gerichte gibt. Aha. Die kannst du auch bei Amazon bestellen, aber das ist wohl ja, nicht so geil, habe ich gehört. Also die Situation hat sich gerade übrigens für Island dramatisch verbessert, weil Argentinien hat jetzt tatsächlich das 2-1 geschossen. Wenn Island jetzt das 2-1 schießen würde gegen Kroatien, dann wäre Argentinien wieder raus und Island wäre weiter. Was witzig wäre. Das ist tatsächlich eine ziemlich geile, also die Gruppenkonstellation ist mega geil. Egal, wir sind hier, um Brain zu spielen. Recyclerladung. Wenn eine Recyclerladung explodiert, zerlegt sie die molekulare Struktur von Objekten in ihrer Nähe in recycelbare Materialien. Deine Uniform bietet dir zwar etwas Schutz, aber sie ist nicht vollkommen sicher. Es ist daher gefährlich, einer Recyclerladung zu nahe zu kommen. Mit R2 kannst du die Recyclerladung werfen oder sie an stationären Objekten befestigen. Oh, da haben wir gleich unser erstes Opfer. Wow, sieht abgefahren aus. Wie viel Schuss haben wir dafür? Das habe ich nur eine gehabt. Das ist quasi wie eine Handgranate. Kannst du davon aus. Aber du hast exotisches Material gefunden. 0,57 Gramm, 0,23 Gramm. Organisches Material habe ich auch gefunden. Synthetisches Material. Interessant, aus was so ein Viech alles besteht. So. Schleim, hast du auch Schleim gefunden? Ja, das hier nicht. Oh, guck mal. Oh nein, Kroatien hat das 2-1 gemacht. Das ist traurig. Aber das ist gut, das heißt, Benni, morgen Münzinger Island-Trikots kaufen, ja? Die sind jetzt dann billig, wenn die raus sind. In Hoffnung, dass sie diesmal mehr wie 5 bekommen haben. Wichtig, melden Sie sich immer an, wenn Sie den Wartungskriechstollen durch den Zugangstunnel betreten. Undichtes Rohr repariert. Das ist so wie diese Checkliste im Flugzeug. Irgendwas wackelt, irgendwas festgeschraubt. Unerklärliches Lichtflackern. Konnte Ursprung nicht finden. Stromnetz in Ordnung. Elektronisches Gerät bei Werkstatttür instabil. Provisorisch mit Klebstoff repariert. Hinweis, im Notfall Wartungskriechstollen über den kleinen Zugangstunnel betreten, um Strom lokal abzuschalten. Mich anschließend sofort benachrichtigen. Ah, so können wir den Stromkreislauf von der Tür, die uns vorhin getötet hat, unterbrechen. Das ist sehr gut. Au! Das war jetzt gemein. Nee. So. Zentrale Energieversorgung ausschalten. So dunkle Schächte sind mir immer ein wenig suspekt. Hast du kein Licht in der Schacht anmachen? So, komme ich jetzt hier. Okay.
Okay, ich kann es nicht aufbrechen. Ja gut, weil jetzt funktioniert die Tür natürlich nicht mehr. Weil ich den Strom ausgeschalten habe. Oder habe ich jetzt den... Nee, ich habe... Welche Schlüsselkarte habe ich denn vorhin bekommen? Da stand nicht Ballistik. Ballistik war es. An dem ballistischen Labor waren wir vorhin schon. Das war da, wo der Flammenwerfer... wo du den Flammenwerfer zugemacht hast mit dem... Sicherheitsstation. Ich vermute, das sind Schritte. Ich weiß leider nicht genau. Nein, das sind Kinder auf der Straße. Nee. Ja, manuell überbrückst halt manuell. Stell doch mal unseren Raketenwerfer auf. Nehmen wir einen hin. Ballistic Black Chemical Lab. Ach so, oh Gott. Oh, guck mal, da hat es vorhin explodiert, oder? Ja. Die Tür kann ich öffnen. Nein, die Tür kann ich nicht öffnen, weil ich den Strom ausgeschaltet habe. Du musst den Strom wieder anmachen, dann kannst du die Tür auch öffnen. Hier war der Eingang. Hui. Ich will es lieber erstmal nicht rausfinden. Sieht aus, als wäre da drin eine Raumzeitverzerrung. Mhm. Deswegen sage ich ja. So, jetzt kommt das auf. Das sieht auch nicht gut aus. Du solltest das nicht kaputt machen. Ich gehe davon aus, wahrscheinlich geht es eh von alleine kaputt. Du stolperst gleich. Ja. Hast du einen kleinen Schraubenzieher in der Hand? Stupst es an und dann genau, kommt es langsam Risse. Dann macht es... Für die Objekte auf der Tools 1 können repariert werden. Vorausgesetzt, du hast die Reparierenfähigkeit und genügend Ersatzteile. Um Objekte zu reparieren, halte, bis die Reparatur abgeschlossen ist. Uhr. Festkarten. Das ist aber witzig, ja, wir sind hier so hochmodern und die haben noch immer mechanische Festplatten da rumliegen. Ja, mechanische Festplatten sind einfach die besten Festplatten, weißt du? Zumindest in der Zukunft. Natürlich. Ah! Guck mal, Recycler-Ladungen. Das ist doch genau das, was wir wollen. Das steht hier auf dem Zettel. Tag des Vorfalls, 21. Oktober 2034. Lily Morris. Beschreibung: Recyclerladung explodiert in Reichweite meines Fußes. Die organische Materie, die einst von mir war, ist nun fein säuberlich zu diesen Kugeln komprimiert, die Sie vor sich sehen. Passen Sie gut auf. Was ist mit Ihrem rechten Bein passiert? Hat sie da jetzt keins mehr? Vielleicht haben es die Viecher gefressen. Kammer verschlossen. Recycler-Empfehlung. Nein, wir machen natürlich... Ich würde die Kammer nicht aufmachen. Nee, warte mal, weil das ist wahrscheinlich der Trick an der Sache. Die Recycler-Ladung macht alles kaputt. Und da ist vielleicht irgendwas drin, was wir... Ja, so die Sachen, die wir brauchen. Und wenn wir es jetzt kaputt machen, sind die Sachen weg. Aber die 2-4 kriegst du eigentlich gelegt, oder? Ja, die Frage ist aber, ob das hier wirklich irgendwas Sinnvolles ist, was da drin ist. Das sieht nämlich nicht so aus. Das Recht sieht doch sinnvoll aus. Die Harddisks, oder? Ja, die habe ich auch vorhin eingesetzt. Das war einfach nur Loot-Material. Also wir haben ja eh nicht, wir kommen ja heute eh nicht mehr so weit, deswegen machen wir das jetzt einfach kaputt und schauen, was passiert. Ja, schade. So. Ah, dann gibt's Bällchen dafür. Kann ja auch nichts sein, was Game-Breaking ist, theoretisch. Ja. So. Das
So, Fußball stinkt. Wenn die Deutschen morgen auch noch weiterkommen, dann schaue ich nie wieder Fußball. Ballistik-Tresor. 4710. Ja, wobei, nee, das hat er geschrieben, das war ein Zugangscode. Ja. Das mit Sicherheit nicht dafür. Nee, nee. Du kannst es bestimmt auch hacken dann. Lesen wir doch mal, vielleicht steht es in einer E-Mail drin. Lili, während meines Tests der Recycling-Ladung ist etwas Eigenartiges passiert. Ich hatte das normale Ausgangsmaterial in die Kammer gelegt und die Ladung gezündet. Was dabei herauskam, war mit etwas vermischt, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ah, dass du kannst Sachen da reinschmeißen, die Kammer zumachen und dann die Ladung zünden. Vielleicht war es das Ausgang mit irgendetwas kontaminiert. Ich weiß nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Also habe ich das unbekannte Material erstmal in den Tresor gelegt. Das ist die Frage. Haben wir den Tresor schon gefunden? Das ist da, wo wir gerade davor standen. Ah, okay. Wie mir mitgeteilt wurde, benötigen Sie einen aktualisierten Fabricator-Plan für die Recycler-Ladung. Rein zufällig habe ich noch einen Plan, mein Quartier. Erinnern Sie mich vor der nächsten Schicht daran, den bringe ich Ihnen mit. So, das sagt uns jetzt aber nicht, wie das... Ich habe was gehört. Schnell, ja. Jack, alles in die Luft! Wie das Passwort hier wäre. Das müssen wir wahrscheinlich in einem anderen Raum finden, oder? Wo irgendjemand irgendwelche Dokumente hat oder in irgendeinem Computer. Ja, hier oben war kein Computer mehr. Oder den Computer hier oben haben wir schon gelesen. Aber jetzt warte mal, wem gehört das Labor? Hat die Nudel, von der wir die Karte bekommen haben, die da draußen rechts tot hat. Hat die vielleicht ein Zimmer, ihr Quartier, dass wir in ihrem Quartier nach einem Zettel suchen könnten, wo die Nummer draufsteht? Das ist Amy Schmidt. Aber es gibt auch keine Map oder so, wo wir gucken könnten, wo ihr Quartier wäre. Warte mal, wo kommt eine grandiose Idee? Du haust sie einfach. Oder trägst du sie gerade? Ja. Hast du sie mitgenommen? Ich hoffe. Achso, okay. Guckst du, ob du mit ihr die Tür aufbekommst? Mm-hmm. Oh, ich habe gerade noch was gesehen. Du willst dich hier reinlegen und dematerialisieren. Sick Twists with Betty. Kann man verschließen. Oh, ich glaube, ich komme, schaut noch raus. Naja, ich stürze sie jetzt eh nicht mehr. Ah doch, guck mal, das hat super. So. Ah, das kannst du leider nicht machen. Guck mal, das ist ein bisschen traurig. Neidig. Komm, lass uns die Toten entsorgen. Das ist so traurig. Trag alle Toten zusammen, schmeiß sie da rein. Es gab ja das grandiose Spiel, das irgendwas mit Blablabla Cleaner, glaube ich, hieß es, wo du ja an einer Weltraumstation sauber machen musstest. Das war das Spiel, nachdem es von Außerirdischen angegriffen wurde. Und das war mega witzig, weil du quasi dann den Wischmopp hattest und dann musstest du das Blut von den Aliens wegwischen und von deinen eigenen Leuten und er denkt sich solche Spiele aus. Das ist mega gut. Das ist bestimmt dieselben Leute, die zum Beispiel auch hier den Goat Simulator gemacht haben. Den Goat Simulator gemacht haben. Oder auch meiner Meinung nach ein fantastisches Spiel. Ach, jetzt verstehe ich es. Die tarnen sich dann als Objekte. Ja. Wir haben mal ein Waffen-Upgrade. Oh, eine schallgedämpfte Pistole. Ja, aber die haben wir ja schon. Schallgedämpfte Pistole. Ach, guck mal hier, Viscera Cleanup. Ja. Das Link wurde in den Link gleich gepostet. Ja, das ist mega witzig. Und das ist eben aus der, hier, wie hieß das eine Spiel, wo du quasi Passkontrolle in einem... Papers, Please. Das war... Das ist sackschwer. Das ist sackschwer. Da musst du dich so krass konzentrieren. Die Idee ist super. Programme. Die Reiskarte herunterladen. Mach doch mal. Mhm. Was passiert damit? So. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Sicherheitsschrank entriegeln. Klingt auch immer gut. Machen wir auch mal. So, ich los mal kurz aus. Wir sind ja hier schon überfällig mit unserem Gewinnspiel. Da habt ihr absolut und total recht natürlich. Wo ist denn hier? Giveaway. Und jetzt ziehen wir mal einen Gewinner. Schnacke 25 hat gewonnen. Congratulations. Schnacke. Du weißt, wie es läuft. Ich glaube, du hast schon mal was gewonnen. Please send us a private message with your Adresse and Nora will send you the beautiful Magic Kaito roll up. Richtig. Guck
mal, das ist auch praktisch. Nächste Woche gibt es dann auch wieder was zu gehen. Nächste Woche Burnout Paradise Remastered. Ja, Benni, was? Du kannst hier die Besatzung dir quasi anschauen, wo die gerade alle sind. Weil sie sind doch eh alle tot. Das weiß ich. Steht dann da, wo ihre Leichen liegen, oder was? Kein Lebenszeichen, kein Lebenszeichen, kein Lebenszeichen. Aber vielleicht musst du das, weil das sind auch die, die du gefunden hast, die da gehäkelt schon sind. Ja, oder? Die sind abgehakt. Also musst du die vielleicht alle finden und dann werden die hier... Ja, und das sagt dir, wie viele die halt noch fehlen wahrscheinlich. Ja, und der Witz an der Sache ist, wenn du halt irgendwie, wenn es heißt, geh zu Person XY oder Person XY hat den Schlüssel oder gucken, was, kann ich gucken, ja, wo der theoretisch als letztes gesichtet wurde. Ja, ich gebe zu, das Spiel hat tatsächlich... Hat nie, überhaupt nichts mehr mit Prey so richtig zu tun, mit dem Original Prey, aber ich finde, die Mechaniken drin sind, die Idee bis jetzt total geil. Es ist halt ein bisschen anti-climatic, weil wir dachten, es ist ein Massaker-Spiel. Ja. Dabei ist es jetzt ein Puzzlespiel. Ich bin überhaupt nicht auf Puzzlespiel eingestellt gewesen heute. Ich hoffe wenigstens, dass bei Burnout Paradise wir nächste Woche mit Autos crashen können. Ja. Das sieht nicht gut aus. Ich würde nicht ja. Gott, ich stehe schon wieder zu nah dran. Das ist halt der Witz, ich kann da jetzt den Strom abschalten, dann ist das Ding aus. Dann komme ich aber nicht in den dann geht der Maschinenshop nämlich nicht auf. Ja, aber kannst du nicht da wieder mit der Glue Cannon was zuschießen? Manchmal geht's auch einfach. Ja, aber ich wollte keine Munition für die arme Glue Cannon verschwenden. Wir haben eh nur noch 5 Minuten. Achso. Hashtag Gewaltwochen, ja genau. Das spielen wir eigentlich nach. Burnout. Ach stimmt. Division Shields. Ja, updaten hier irgendwie. Mhm. Und dann weiß ich gar nicht, was spielen wir danach noch? Wir haben Gundam Breaker noch bekommen und Octopath Traveler. Genau. Also dann Gundam Breaker habe ich schon angefangen zu Hause. Allerdings bin ich noch nicht so richtig warm damit geworden. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Nee, weil es tatsächlich... Das neue Prinzip und wie das funktioniert und so weiter, die Idee finde ich total cool gedacht. Das Problem ist nur, dass quasi für mich das zukommt über... Oh nein. Ja, komm, grill mich an. Grill dir jetzt auch die anderen. So. Brillant. Komm. Ein E-Mail Mastermind. Komm. Sollte ich gleich den Zuge aufmachen. Kommt ups. Gerade den Timer. Nee, weil davor war das ja quasi immer so, dass die alten Gundam Breaker hatten ja quasi ein bisschen ein Diablo-Prinzip. Dass du in den Kämpfen lauter einzelne Bauteile bekommen hast, die du dann zusammenbasteln konntest, die du zusammen mergen konntest, um sie zu verbessern und so weiter und dir dadurch ja deinen eigenen Gundam gebastelt hast. Und die ganzen Bauteile ja verschiedene Statuswerte und so weiter hatten. Und du dann ja auch noch verschiedene Waffen und so weiter. Das geht jetzt auch. Ich weiß nicht genau, inwieweit das noch Auswirkungen hat auf die wie stark dein Gundam ist. Das Problem ist nur, du sammelst jetzt quasi nicht mehr alles ein, einfach, automatisch, sondern du hast unten einen Slot mit 6 Items, die du quasi in den Kämpfen einsammelst. Oh Gott. Du kannst die direkt anlegen und ansonsten kannst du quasi zu einer Kiste hingehen, die random spawnt und kannst die dann da reinlegen während dem Kampf. Und dann weitermachen und dann quasi nochmal sammeln und wieder reinlegen. Die Kiste verschwindet aber irgendwann wieder. Und wenn du quasi stirbst oder so, verlierst du alle Teile, die du bis dahin eingesammelt hattest. Und wenn du am Ende der Mission, also wenn die Mission abgeschlossen ist, keine Teile gerade irgendwie hast, kriegst du auch nichts. Und das finde ich tatsächlich momentan... Das klingt jetzt nicht so schlau. Drumherum, das Spiel sieht toll aus. Es ist ja neueste Unreal Engine und so weiter. Ich finde es mega cool. Das Kampfsystem funktioniert genauso, wie man es aus den alten Gundam Breakern kennt, was ja auch cool ist. Das Problem ist halt einfach nur, dass halt irgendwie, obwohl du davor mit so Teilen zugemüllt worden bist, 3/4 davon nicht gebraucht hast, aber es fühlt sich jetzt ultra frustrierend an, wenn du eigentlich denkst, boah, ich will jetzt die Waffe haben, die der eine da hat und du haust ihm irgendwie die Waffe weg und dann bleibt die ja als Teil liegen, dann kannst du die einsammeln.
Ja, und du, dann ist das, also momentan fühlt es sich sehr random an, ob du es dann schaffst, das zu exportieren oder nicht, weil halt so viele Gegner auch kommen, so Riesenviecher, die dann halt irgendwie einen Schuss machen, du kommst nicht raus und bist halt instant tot und kommst nie wieder dran. Vielleicht wird es ja noch. Benni hat ja noch ein paar Wochen, um sich vorzubereiten. Ich lese jetzt zum Abschluss nochmal diese Arbeitsaufzeichnung des Technikers durch. Auszug aus den Arbeitsaufzeichnungen des Technikers Clive Lawrence. Eintrag 4. Vorbereitende Tests mit einer höheren Federkonstante haben sich als vielversprechend erwiesen. Es ist jedoch schwierig, sie mit dem Fabrikator so hinzukriegen, dass sie steif genug, jedoch nicht brüchig werden. Eine weitere Option wäre es, Fracht von der Erde zu ergattern. Thorsteins Assistent hat aber Adleraugen. Eintrag 4 Nachtrag. Liebes Tagebuch von Clive. Er versucht nur, Mary mit einer Verbesserung ihres Spielzeugwaffendesigns zu beeindrucken. Selbst wenn er intelligent genug wäre, um ihre Arbeit zu optimieren, würde sie ihn längst liegen lassen. Eintrag 4 Nachtrag zum Nachtrag. Ich bin gerade dabei herauszufinden, wie ich die Reichweite erhöhen kann und halte dich verdammt nochmal von meinen Aufzeichnungen fern, Franklin. Ja, hochprofessionelle Arbeit hier auf Talos. Allerdings finde ich witzig, dass hier Fracht von der Erde zu ergattern. Das bedeutet vielleicht, dass Fracht von der Erde etwas ganz Besonderes ist. Ja. So. Who knows? Benni, dein Fazit haben wir eigentlich schon, oder? Ja, habe ich gesagt. Also ich finde, vom Prinzip her finde ich es total geil. Ich finde cool, was man alles machen kann. Die Möglichkeiten, die sich hier auftun, sind fast schon erschlagend. Wir haben ja jetzt noch gar nicht irgendwie hier mit dem Crafting-System und so weiter angefangen, was vermutlich drin ist, sonst würden wir nicht lauter Bauteile finden. Und vorhin, als wir in unserem Büro war, irgendwelche Maschinen, mit denen wir Teile mergen können und so weiter gefunden. Und eben, ja, das Einzige, was mich persönlich, aber das ist nur für mich persönlich, dass mir ist halt tatsächlich zu wenig Action drin. Ja, es ist sehr aber, Explore-lastig. Ja, aber ich glaube, es gibt mehr als genug Leute, die das geil finden. Und ich kann absolut nachvollziehen, wenn man das gut findet. Muss ich ehrlicherweise... Aber das finde ich nicht hier gut. Ich habe vorhin im Chat hatte ich schon irgendjemanden gelesen, der gesagt hat, er ist mit dem Spiel nicht warm geworden. Ja, verstehe ich. Kann ich tatsächlich verstehen? Ich glaube auch, dass tatsächlich, ich meine, dass in der IGN-Review auch irgendwas drin war, dass sie gemeint haben, dass das Spiel so viel geiles Potenzial hat und dass aber wohl tatsächlich die Gegner das ein bisschen kaputt machen, weil das so random ist. Gegner auftauchen. Oder? Ja, und vor allem, dass du irgendwann anfängst, weil ich weiß nicht, es gab irgendeinen Trick, glaube ich, mit dem du später einfach random jeden Gegenstand, weil du irgendwann dir gemerkt hast, aus welchen Gegenständen die Gegner spawnen und dass du einfach prinzipiell immer auf die Gegenstände drauf hältst. Ja, aber ansonsten bin ich tatsächlich positiv überrascht, muss ich sagen. Also da, ich hatte jetzt ehrlich gesagt, natürlich auch was anderes erwartet, so ein bisschen, aber ich bin trotzdem positiv überrascht. Prey heißt das Spiel von Bethesda. Ja. Gibt es momentan im PlayStation Network Sale, hat vorhin irgendwer geschrieben, wenn ich mich nicht täusche, für einen Zehner. Falls euch gefallen hat, checkt's mal ab. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen kompetenter als wir. Vergesst nicht die ganz vielen Sachen, Benni hat mit Sicherheit. Also, ich weiß, dass du am Anfang mega viel hast liegen lassen. Höchstwahrscheinlich. Aber das kommt halt auch daher, dass wir gedacht haben, es ist ein anderes Spiel. Sonst hätten wir vielleicht das alles eingesammelt. Aber dann wären wir noch weniger vorangekommen. Definitiv, ja. Wie der Spielwert, naja, musst du ein solches Spiel auch nicht haben, finde ich. Nee, aber allerdings für einen Zehner. Also für Full Price ist schon natürlich dann harter Shit, aber für einen Zehner oder auch 15, 20 Euro jetzt kann man das mitnehmen, wenn man auch so steht. Ich wäre mir aber auch gar nicht so unsicher, wie hoch der Widerspiel tatsächlich wäre, weil wir ja vorhin schon herausgefunden haben, es gibt verschiedene Enden. Ja, genau. Und die sind tatsächlich sehr verschieden, nachdem ich sie mir durchgelesen habe. Und es ist tatsächlich sehr Bioshock trifft Alien. So, mehr sage ich nicht, ich will gar nicht spoilern. Das war Peppermint Gaming für heute mit Prey. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind wir noch ganz gut in die Fahrt gekommen und ihr habt jetzt auch eure extra Minuten bekommen, sodass wir jetzt wieder bei 1 Stunde 55 rauskommen, so wie es gehört. Geht gleich noch weiter mit ein paar Wiederholungen. Bleibt also dran, wenn ihr Bock habt, hier bei Twitch. Nächste Woche Burnout Paradise Remastered. Mhm. Übernächste Woche Division Shields. Und dann gibt es auch wieder einen Otaku-Cast und eine Akiba Pass Chart Show. Und ganz wichtig, nicht vergessen, Basti wird versuchen, am Sonntag, den 8. Juli. Ist das der 8. Juli? Sonntag, 8. Juli, 19 Uhr versuche ich live für euch hier auf Twitch von der Anime Expo in L.A. zu streamen. Dann mal gucken, ob das Handynetz in L.A. hergibt.
Wenn nicht, dann schickt ihr einfach nach Bilder. Das war's für heute. Vielen Dank, Benni. Ja. Ich versuche noch nicht zu sterben. Danke euch fürs Zuschauen. Benni versucht nicht zu sterben. Ja, falsche Richtung. Ja. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.